Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss die Kamera auch gleich noch mal ein bisschen hoch ein höher einstellen. Oder ich muss niedriger. Oh Leute, es tut mir so leid. Entschuldigt, dass ihr wart, glaube ich, gerade weg, oder? Ich hoffe, es geht wieder alles. Bei der Bildschirmumstellung gab es ein paar Probleme. Deswegen machen wir den Test-Scheiß hier. Deswegen machen wir das. Ah! So, jetzt haben wir's. Entschuldigt bitte. Aber die habe ich doch geändert. Warte mal, ich habe sogar den Streamtitel geändert. Oh! Oh! Ich habe es vergessen. Jetzt müsste es gehen. Ich darf hier gar nichts. Das stimmt nicht. Entschuldigt, ich habe es vorbereitet, aber ich war vergessen auf Abschicken zu gehen. Jetzt müsste das stimmen. Also ich habe jetzt geändert auf den. Es ist alles ganz neu für mich, Leute. Das erste Mal, dass ich jetzt hier so was mache. Verzeiht mir. Ich muss die Kamera wahrscheinlich noch ein bisschen höher stellen. Moment. So, jetzt sind wir wahrscheinlich zu nah dran, ne? Das ist. Passt jetzt? Geil. Streamtitel passt und. Godwin sagt, ich finde es toll, dass du ein Spiel streamen willst, aber da verkrampft man immer so. Vorher mal stretchen? Ich frage für. Nein! Ja, ne? Also ich frage für mich. Bitte merken mir eine Münze ein. Oh, es geht nicht. Dann müssen wir das noch ein bisschen verschieben, Godwin. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Es ist echt ein bisschen traurig, dass das jetzt so ein bisschen gefailed ist. Tut mir leid. Okay, Eli. Feldschneepest in die Niederungen. Örtlich besteht Glatteisgefahr. Ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen. Warte mal. Bisschen so machen. Ja. Nee, das ist auch nicht Art hier, Gottman. Könnt ihr mir gleich Was bitte machen wir denn? sagen, wie die Musiklautstärke ist? Das wäre super lieb. Ach, ich kann hier lauter machen. So, das Gelabere müssen wir uns nicht anhören. Das ist geil. So, das würde ich jetzt ins Bett will. Ah! Wollt ihr mich klicksen und klängern sehen? Willkommen. Oh, es ist so geil, ey, Leute. Das erste. Oh, warte mal, da sehe ich noch ein Fehlerchen. Die Kamera, das ist halt noch nicht. Weißt du, das ist. Herzlich willkommen im ersten Switch-Spielestream hier auf diesem Kanal. Ich kann gerade nicht. Es ist ganz klein. Es ist ganz klein, ja. Biko, dankeschön. Leute, ihr gebt mir noch ein bisschen. Gebt mir noch ein bisschen. Gebt mir noch Zeit. Ein kleines bisschen nur. Etwas mehr Zeit. Ah. Denn die Kamera, die Kamera, die muss noch ein bisschen weiter runter. So, jetzt pescht es. Jetzt pescht es. Jetzt pescht es. Erstmal mitten im Satz Werbung. Was? Nein! Kack-Kack-Werbung. Okay, dann wollen wir mal anfangen, wa? Also, das ist jetzt mein Charakter, ja? Also, für alle, die Splatoon nicht kennen, du spielst quasi so ein Inkling, ja? Du machst ja einen Inkling und die sind schwer bewaffnet, ja? Also die sind schwer bewaffnet mit sämtlichen Waffenarten, ja? Ich liebe zum Beispiel die Waschmaschine. Die Waschmaschine ist eine meiner Lieblingswaffen. Charger spiele ich auch sehr, sehr gerne. Dann den stinknormalen Klexer. Auch sehr, sehr, sehr gut, nicht zu unterschätzen. Einmal mit Profis. Ich glaube, ich muss die Kamera immer noch ein bisschen hoch machen, aber die Vögel sitzen gerade so schön gemütlich. Ja, die Vögel sitzen auch immer so mit dabei hier. Es ist verrückt. Ich mache das gleich mit der Kamera. Ich habe jetzt keine Lust. Aber wir müssen noch ein bisschen heller machen, weil es draußen bewölkt ist. Reagiert das gerade? Ah ja, doch.
Okay. Ja, die Game Capture Card ist jetzt drin und wir werden das erste Mal Splatoon spielen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Jetzt nochmal den ordentlichen Start machen. Und ja, ich habe noch nicht Splatoon gespielt und ich glaube, ich auch noch kein Gameplay gesehen, dass ich über Trailer hinausgeht. Pass mal auf, Sherry Tail. Ich zeig dir alles, was du willst. Genau, also du hast diese ganzen Waffenarten. Also wirklich. Totti. Möchtet ihr mal, dass ich jede Waffe spiele vielleicht? Das wäre doch gut, weil im Turf kannst du jede Waffe mal ausprobieren. Dieses Spiel lebt vom Online-Player-Modus, aber du hast auch die Möglichkeit... Willkommen. Du hast auch die Möglichkeit, einen Story-Modus zu spielen, einen Offline. Peppi, hallöchen. Wie geht das? Wett? Leute, wie soll man sich denn so konzentrieren? Den Offline-Modus, den Story-Part-Modus, habe ich schon durchgespielt. Auf fast quasi 100% alles. Deswegen habe ich auch die Bärchenohren. Die Bärchenohren kriegst du, wenn du den Piep besiegst am Ende. Genau, das ist meine Heldenausrüstung. Ach ja, man kann sich auch einen Inkling... man kann sich auch den Inkling anpassen. Wollen wir das vielleicht mal durchgehen? Für alle, die ganz neu in dem Spiel sind. Ja, das sind Banjo und Kazooie. ich zeig euch mal, wie man... Wie ist denn die Musiklautstärke eigentlich gerade? Ist das, wo ihr sagt, es könnte ein bisschen leiser sein? Oder ist es perfekt? Ey, das wäre geil. Erster Tod im Stream. Ja, und dann auch noch so einer, weißt du? dann noch so einer. Ich zeig euch mal, wie man den Inkling einstellen kann. Warte mal, jetzt muss ich erstmal nach Splatville. Es ist angenehm leise. Da müssen wir noch ein bisschen lauter machen. Aber ihr hört schon, so, wenn ich schieße oder sowas. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wo kann man den anpassen? Ich glaube, das war X und dann auf Optionen, Sonstiges, Aussehen. Also, wenn ihr mit dem Spiel anfangt, könnt ihr euch ein Octoling oder ein Inkling machen. Ich hatte am Anfang den Inkling, weil ich die neue Frisur ausprobieren wollte. Aber ich habe dann doch den Charakter gemacht, den ich schon im zweiten Teil sehr geliebt habe und immer hatte. Es ist angenehm leise, Julia, dann müssen wir es lassen. also ihr könnt euch am Anfang das Inkling-Mädchen, Inkling-Boy oder ein Octoling-Mädchen oder ein Octoling-Boy machen. So. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich habe ein Octoling-Girl gemacht. Die Hautfarbe, die ist bei mir mal ganz hell. So, da kann man sich die Augenfarbe einstellen. Oh, ich habe ja immer rot, ne? Aber ich liebäugle. Damit vielleicht auch mal irgendwie so was anderes. Ich finde grau zum Beispiel auch mega geil. Oder dieses blau. Das ist auch schön. Aber ich nehme immer mein rot. Das ist halt so. So, und dann die Frisur. Da habt ihr dann auch etliche Auswahlmöglichkeiten. Ich finde es zum Beispiel cool, dass jetzt im dritten Teil die Inkling Girls auch die Frisuren der Boys, ja, hier zum Beispiel der Elvis Presley Gedenkfrisur. Leo Beorex, hallöchen. Ja. Das ist meine Lieblingsfrisur. so sehe ich aus, wenn ich aus der Dusche komme. Genau. Und jetzt kann man sich dann auch die Augenbrauen, jetzt ganz neu im dritten Teil, ja. Buschige. Nehmen wir mal den mit so Dings drin. Ja, und dann natürlich noch die Unterbekleidung. Die Oberbekleidung, die kann man sich kaufen. Da kriegt man im Spiel immer neue dazu. Gefällst du dir? Und wie? Hat was einen Unterschied? Lomos. Genau, und das Neue jetzt im dritten Teil, man kann seinem kleinen Buddy auch noch eine Frisur geben. Ich finde ja die
Angela Merkel Gedenkfrisur so toll. Hier die. Ich bin Büroangestellte seit 40 Jahren. Sowas musste ich mir noch nie anhören. Octoling und Inkling haben einen Unterschied. Und zwar die Augen vom... Also die haben ja dieses Schwarze an den Augen. Das ist bei den Inklingen durchgehend, bis dann zwischen den Augen, das ist auch noch schwarz. Und die Ohren. Die Ohren sind beim Inkling spitz und bei den Octolingen sind die eher rund. Aber ansonsten, die Körperform ist dieselbe und die Frisuren sind ein klein bisschen unterschiedlich. Das ist fies geil, oder? Ja. Ich mag den auch sehr gern. Ja, der kleine Kerl, der kleine Racker, der hilft dir vor allen Dingen im Story-Modus. Leider ist er nicht im Online-Modus dabei. Aber die Frisurenauswahl finde ich auch sehr, sehr schick. Ich glaube, ich habe denen immer das gegeben, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. So. Wir sind spritzig. Wenn wir uns spritzig fühlen, sind wir bereit für Splatsville. Ein Klubschwisch. Ja, das ist so ein kleiner Salmon. Das zeige ich euch auch gleich mal. Es gibt nämlich einen richtig coolen Modus. Es gibt nicht nur einfach nur den Online-Modus oder den Story-Modus. Es gibt auch, das machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal eine Runde... Simon Run. Simon Run ist cool. Fertig, Meister. Jo, hallo. Simon Run ist richtig, richtig cool, weil du bekommst 4 Waffen. Das unterliegt nicht deiner Kontrolle. Beim Online-Modus kann man sich die Waffe schon selber auswählen, aber in diesem Simon Run muss man das nehmen, was man kriegt. Ja? Und das sind auch immer unterschiedliche Waffen. Und man kriegt auch Belohnungen natürlich dafür. Man kann das auch mit Freunden spielen. Wir machen jetzt mal eine Solo-Runde, weil ich glaube, keiner von meinen Freunden ist um diese Uhrzeit online. Sehr wenige. Es sei denn, es sieht jemand und er kann natürlich sehr gerne mitspielen. Aber hallo. Miep, miep. Miep, Hallöchen. Ja, ich zocke. mein Suchtspiel. So, und da hast du hier die kleinen Samens und die großen. Und die großen, die werfen Eier ab. Und du musst diesen Korb, der jetzt hier gleich erscheinen wird, es sei denn, es ist Ebbe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben Ebbe, ne? Ja, wir haben Ebbe. Es gibt Ebbe, Flut, oh Scheiße, und auch noch Nebel. Du musst Eier sammeln quasi. Das ist die Hauptaufgabe, die du hier hast. Eier sammeln und überleben, das ist noch wichtiger. Nicht sterben, aber... dass ich jetzt gerade, wo ich euch das erste Mal das zeigen möchte, Nebel habe. Und Ebbe ist schlimm. So, ich habe jetzt hier gerade den Roller. Ich guck mal gerade, wo sind denn hier die... Ah, da. Da müssen Bomben rein. Und der braucht auch Haue. Also die kriegen Schaden durch die Tinte. So, guck mal, das sind Eier. Und die... Oh, da muss ich dem Mate helfen. Ab da in den Korb, ne? Sonst wird der Chef sauer. Ja, wir sind quasi Angestellte. Er ist schon wieder tot. Ich habe leider einen sehr lahmen Roller, aber... So. Ah! Was willst du von mir? Oh, das ist ein Goldner. Ein Goldner, der macht... Guck mal, die Eier schon da. Oh. Sehr... Oh. Eier bedeuten... große, fette Belohnung. Deswegen immer rein damit. Kann man auch werfen jetzt im dritten Teil. Das ist so, so gut. So. Aufpassen, nicht getroffen werden. Ach, warte ab, bis du den Online-Modus siehst. Das geht, man gewöhnt sich dran. Splatoon ist, da hast du recht, ein sehr, sehr schnelles Spiel. Sehr flott geht das ab. Aber das macht gerade so den Reiz aus. Auch mit über 30 kann man solche Spiele spielen, ihr Lieben. Ich will euch Mut machen. Dann können wir zusammen spielen. Außerdem, dieses Simon Run macht so viel Spaß, wenn man das mit Freunden spielt. Das ist unfassbar. Das ist so cool. Und auch wenn man mal stirbt oder wenn es ein bisschen schnell ist, dann meine Güte. Show must go on. So, da ist ein UFO. Den kleinen Kerl. Ich glaube, gucken wir mal da. Ja. Ah! Lass auch runterkommen, die Sau. Ich glaube, meine Mates haben auch noch nicht so richtig. Doch, jetzt haben sie es raus. Dass man da dran ballern muss. Manche Bosse sind auch ein bisschen neu. Da muss ich mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Es sind schon ein paar dazugekommen. Jetzt habe ich zum Beispiel die Ensep. Die Ensep ist eine Schnellfeuerwaffe, die ist cool. Ich zeige euch gleich mal alle Typen.
Waffen im Online-Modus. Habe ich ein Ei mitgenommen? Nee. Ich krieg das immer nicht mit, ob ich ein Ei mitgenommen habe. Aua. So. Wenn man die Bosse tötet, die kleinen Summons, dann kriegt man auch noch ein bisschen was. Aber die Eier sind am wichtigsten. Da muss man halt eine Quote erfüllen. Wenn man die Quote nicht erfüllt, dann, ja. Dann kannst du gleich nochmal von vorne anfangen. Aber das ist nicht schlimm. So. Richtig chaotisch wird's, wenn zum Beispiel Flut ist. Dann ist auch deine Bewegungs... dein Platz an Bewegungsfreiheit arg eingeschränkt. Und das kann mitunter stressig werden. Uiuiui. Das sind auch die Runden, wo man dann am meisten zu kämpfen hat. Aber hier, das ist eigentlich recht entspannt und easy. Oh, scheiße. Da ist meine Waffe nicht mit Reichweite gesegnet. Ich musste mich jetzt hier diese Blase am Kopf zerstören. So. Jeder Gegner lässt sich auf unterschiedliche Art und Weisen töten. Das lernt man dann so mit der Zeit. Es ist voll crazy, aber geil. Es macht so viel Spaß. Ich bin 40 und spiele das Game. Hey. Ja, geil, Peppy. Lass uns enden. Ausrufezeichen FC. In Splatoon 2 habe ich auch fast 3000 Stunden reingebimmelt. Und du auch. Oh, 3500. Geil. Splatoon ist Liebe. Es ist die Fangemeinde, die ist auch so toll. Jetzt im dritten Teil, gerade im Rangmodus, bekannte Gesichter zu sehen. Oh, Mensch, den kennst du. Und es ist so toll. Leute, die ich schon so lange nicht mehr gehört und gesehen habe, sehe ich jetzt wieder. Also Leute, mit denen ich früher Splatoon zusammengespielt habe. Das ist so total crazy. Das ist für die Switch leider. Leider nur für die Switch. Weil ich zeige euch gleich nochmal was Besonderes. Dieses Switch-Spiel steuert nämlich. Du kannst es zwar mit einem Stick steuern, aber es empfiehlt sich, dieses Spiel mit einer Giro-Steuerung zu spielen. Ich zeige euch gleich mal, was ich damit meine mit Giro-Steuerung. Das ist ja jetzt auch nicht so etwas, was man häufig hat bei Spielen. Aber dieses Aimen zum Beispiel mache ich nicht mit dem Stick, sondern ja schon so ein bisschen. Die Kamera, die drehe ich schon mit dem Stick, aber dieses Feintuning hier von dem kleinen Fadenkreis dort, den mache ich mit Giro-Steuerung. Ich zeige euch gleich mal, wenn das hier vorbei ist, was ich damit meine. Das ist so geil. Am Anfang kann das total überfordern, wenn man ganz neu in Splatoon ist. Aber ich habe damals auch eine Woche gebraucht bei Splatoon 1. Und das geht dir dann ganz leicht von der Hand. Das ist ganz easy und dann will man es auch gar nicht mehr missen. So. Guck mal, 21. Genau, eine Switch brauchst du dafür. Oh, ich habe vergessen, meine Ult einzusetzen. Du kannst noch zwei Ults einsetzen übrigens. Ich vergesse die immer einzusetzen. Ja, das war Simon dann. Also du hast, ich weiß nicht, ob ich meine Elgato-Kamera hier mal einbauen kann. Dann kann ich euch das mal zeigen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Warte mal. Ich baue das mal eben ein. Mist. Ist gerade aus. Na, macht nichts. Machen wir mal ein andermal. Jedenfalls hast du, steuere ich vor allen Dingen mit dieser, mit so einer Bewegung. Da ist nämlich eine Bewegungssteuerung drin und mit der aime ich. So, dann gehen wir jetzt mal in den Dingsbums-Modus. In Turf. Und wer mag, kann gerne hinterher springen. Peppy, genau. Warte mal, dich edde ich mal kurz. Dich edde ich mal kurz. Weil das Gute ist, jeder kann dir hinterher springen, wenn du spielst. So. Bitte warten. Sie werden verbunden. Ja, die klatschen dich mit der Pfanne. Richtig, das ist so nice. Das ist sehr, sehr lustig. So, was haben wir denn da? Da ist ein Ausrufezeichen. Waffenstyle erhöht. Achso, ich zeige euch nochmal was. In Splatoon 3 kann man nämlich seinen eigenen Spind haben. Zum Beispiel sind hier die ganzen Spinde anderer Spieler.
Und ja, kann man sich kann man sich frei gestalten und einrichten, wie man möchte. Man kann sich Items kaufen. Man kriegt Items auch, bestimmte Items bekommt man auch so im Spiel durch Errungenschaften. Ey, das sieht ja geil aus. Sehr, sehr cool. Ja, und das finde ich echt cool, dass das jetzt in diesem Spiel möglich ist. Und das ist meiner. Das ist meiner. Schön ordentlich, ne? Ja, das sind so halt so ein paar Sachen drin. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. So, dann gehen wir mal in Turf. Welche Waffe? Ich werde mal mit dem normalen Kleckser anfangen, ja? Also, um euch nochmal zu zeigen, diese Steuerung hier mache ich vor allen Dingen mit dem, ja, mit der Bewegungssteuerung. Das ist so, so cool. Es hat eine völlig andere Form, so einen Shooter zu spielen. Ich komme ja eigentlich auch so von der, aus der Richtung so mit Maus zu spielen. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, macht es richtig viel Spaß. So, dann gehen wir jetzt mal in einen Standardkampf. Und wer will, kann mich gern verfolgen. kann mir gerne joinen. Oh Mensch, läuft der Stream dann auch flüssig? Das ist Wahnsinn. Ich habe 1080p, 60 FPS. Das freut mich super. Ich bin begeistert. Wenn ich noch dran denke, wie es aussah, als ich Phasmophobia gestreamt habe. Oh. So, du hast jetzt hier quasi die Aufgabe, möglichst viel einzufärben. Also mehr als dein Gegner. Es sind zwei Teams, à la 4 gegen 4. Es sind insgesamt 8 Inklinge oder Orklinge, die gegeneinander antreten. Und im Fokus steht hier in diesem Modus, dass man einfärbt. Es gibt noch andere Modi, wo der Fokus nicht auf Einfärben liegt, sondern mehr so Objective-Sachen, wie zum Beispiel ein Tower manövrieren an Ziel in den gegnerischen Spawn oder Klemmblitz, wo man so kleine Muscheln sammelt und die meisten bekommt. Oh, will der etwa hoch zu uns? Wo ist denn der? Kann man da hoch? Was war das? Ja, das Besondere ist, man kann sich in Splatoon in der Tinte verstecken. Ihr seht ja das ja gerade, ne? Also es ist eine ganz coole neue... Alter! Himmeljagott. Form, sich zu bewegen und auch zu verstecken. Das ist das Coole. Oh, er hat wohl nicht aufgepasst. Oh, da ist noch einer. Du kriegst die Farbflasche nicht. Nimm mal, Freundchen. Wo versteckst du dich? Das Fiese ist, es gibt auch so Perks, wo man... Sag mal, was machen die hier? Es gibt auch so... Jetzt bin ich gestorben. Es gibt so Perks, wo man auch unsichtbar in der Tinte schwimmen kann. Weil normalerweise sieht man so kleine... So Fließbewegungen in der Tinte. Die dafür sprechen, da schwimmt er lang. Aber manchmal sieht man das auch nicht, wenn die so bestimmte Perks tragen. Das ist dann richtig fies. Oh mein Gott. What the fuck? Also, sag mal, wo kommen die alle her? Hier ist eine Gegnerfabrik. Ja, genau. Wir müssen uns mal jetzt echt ein bisschen anstrengen, hier einzufärben. Geh weg! Ein Trade. Ich habe 60 Herzen, genau. Oh Gott, das wäre aber laut, wenn ich dann aufgeregt wäre. So, jetzt springen die mir nach. Das kann man nämlich auch tun. Ist meistens aber gerade im Rangkampf sehr gefährlich, weil die Gegner sehen auch, wo deine Mates hinspringen wollen. Puff. Dankeschön, auf Wiedersehen. Kommen Sie mal wieder rein, wenn es wieder ist. Ich schon muss weiter. Ja. So, ich glaube, dass wir das nicht gewinnen werden, weil wir sehr wenig eingefärbt haben.
die Welt bunter machen. So, oh, ich glaube, wir haben das doch gewonnen. 53%, genau. Wir haben das Match gewonnen, ja. Das können wir applaudieren. Wollt ihr jetzt mal eine andere Waffe sehen? Ach ja, jetzt kommt ja noch die KD am Ende, ja. Also, kannst du sehen, wie du gespielt hast. Zum Beispiel drei Medaillen. Davon kannst du aber nicht kaufen. Die sehen doch gut aus, ne? Ist immer ein schönes Gefühl, wenn du siehst, Mensch, das Gold, drei Goldmedaillen bekommen. Und wir wechseln mal die Waffe. Und danach kommt die KD. Ah, meine Waschmaschine. Ich spiele mal meine Waschmaschine. Ich liebe die Waschmaschine. Die KD kann man sich jetzt hier angucken. Genau, guck mal, das haben wir jetzt gespielt. Ich habe zum Beispiel 8 Leute abgespritzt, abgeschossen, bin 3-mal gestorben und habe 4-mal meine Ult eingesetzt. Das sagen die Symbole. Der Reihe nach. Und was ich euch noch nicht gesagt habe, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Jede Klamotte, also du kannst dir unterschiedliche Schuhe, Oberteile und Kopfbedeckung kaufen. Und die sind ausgestattet mit unterschiedlichen Effekten. Effekte, die einen zum Beispiel schneller schwimmen lassen, dir besonderen Schutz vor Subs, also Subwaffen wie Bomben bieten, dass du schneller laufen kannst, dein Tintenverbrauch ist besser und, und. Und es gibt ultimative Waffen, also so Ultimates. Bei mir zum Beispiel, bei dieser Waffe, ist das die Kugel. Die zeige ich euch gleich mal. Also dieses... Guck mal, es ist so süß, wenn sie den Eimer... Man kann auch Call-Outs geben, aber das sind leider die einzigen beiden. Die Kugel ist wie so eine Art Riesenexplosion. Und meine Subwaffe ist gerade so eine Bombe. Also jedes Set an Waffen hat eine Subwaffe und... und eine Ultimate. Und es gibt natürlich unterschiedliche Ultimates. Wo ist der? Jetzt haben wir einen. Ja. So, jetzt können wir die Kugel machen. Achtung, Kamehameha und zack, darüber. Oh, diese Duelies, ne? Die sind so schlimm. Ich zeige euch gleich mal, wie die Duelies sich spielen. Die sind nämlich verdammt schnell. Das ist für so einen Waffentyp, den ich hier gerade habe mit der Waschmaschine. Aus der Klasse der Eimer ist das sehr, sehr schwer zu handeln. Diese nervigen Gegner. Genau. Oh. Zweimal getroffen, der stirbt nicht. Okay, das ist interessant. Naja, das Spiel hat auch manchmal ein paar Lags. Es ist halt Nintendo. Nintendo hält nicht so viel von Servern. Die halten mehr so von billigen Peer-to-Peer-Verbindungen. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht erwischen. So, wo ist er hingegangen? Oh, da. Wie konnte ich das überleben? Also der ist nicht ganz koscher. Wie oft ich den getroffen habe und der stirbt. Oh, hier. Da war ja so ein scheiß... das war übrigens eine Besprungboje. Die Sprungboje ist dazu da, dass man da, wenn man gestorben ist, da schnell hinspringen kann. Oh, schön, der hat beide getroffen. Das ist super. So, schön in die gegnerischen Spawn rein, damit sie was zu tun haben. Oh, da ist wieder einer. Geil, Meld geholfen. Da kommt schon wieder einer. Ah, da oben ist er. Traut sich nicht. Ich glaube, das haben wir. Also irgendwie ist bei mir ab und zu mal was verpixelt. Oh nein. Farbmatsch. Nami, bis später, mach's gut. Cherry Tail, das macht unglaublich viel Spaß. Vor allem, wenn man das erstmal selber ausprobiert.
Oh, also wir haben keine gute Performance. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ob's Internet ist oder ob das... ich nehme jetzt mal so du, Elise, ja. Oder ob das... Mein Rechner kann es eigentlich nicht sein. Ich habe 32 GB Arbeitsspeicher, richtig gute Grafikkarte, SSD. Ich schaff's nicht rechtzeitig. Habe ich überhaupt welche? Nee, nicht die. Ich will die normalen. Oh, da sind sie. Da. Puh, schnell. Ja, in der Lobby. Ja, da passiert auch nicht viel, ne? Ist das echt das ganze Match so? Oh, nein. Vielleicht sollte ich dann einfach mal ein bisschen runtergehen. Aber auf was? Es ist halt echt ein schnelles Spiel, ne? Also ganz komplett pixelbreiig kann man das, glaube ich, nicht... also frei davon kann man das nicht bekommen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob es an der Bandbreite liegt. So viel habe ich eigentlich auch nicht. 720... Wieso Spiele muss man meist in OBS und Co. Übertragungsrate und Co. anders einstellen? Ja, aber ich weiß halt nicht, was da gut ist. Oder? Ich probiere gleich mal was. Ich probiere gleich mal was. Warte mal. Den Performance-Modus. Gibt's das hier? Gibt's bei OBS Studio auch die so einen Performance-Modus, wo ich das die Vorschau ausstellen kann? Vielleicht bringt... Wir gucken gleich mal, ja, was ich eingestellt habe. Ich kann das jetzt auch, wenn ich live bin. Aber es ist ja eh alles Test. Ich will das ja ein bisschen... Ich will das ja ein bisschen optimieren auch. Ist so geil. Willst du Gegner treffen, da steht erstmal einer vor dir. Gucken gleich mal, was ich da eingestellt habe. So, das ist jetzt meine Ultimate zum Beispiel, dass ich einen Panzer... Und das Tolle ist halt, weil, dass du die ganze Zeit immer mit Farbe spielst. Und die Farbe ändert sich auch mal pro Match. Nach jedem Match, das ist auch toll. Man hat nicht jetzt immer dieselbe Farbe. Es sei denn, dieses Splatfest, dann hast du für ein, zwei Tage dieselbe Farbe. Die gucken gleich mal. Ich habe eine 50er-Leitung. Das Gelbe vom Ei ist die aber auch nicht wirklich, muss ich sagen. Scheiße. Das passiert mir so häufig. Ich will die Bombe werfen. Wo gedenkt er hinzugehen? Na, das stirbt halt nicht, ey. Ja, ich glaube auch. Vielleicht liegt es auch an der Internetbreite. Vielleicht ist ja so alles... Aber wir können ja trotzdem gleich mal gucken. Aber ist es wirklich so schlimm, dass es wirklich, dass man gar nichts mehr sieht? Oder ist es noch so... Ja, es ist gerade so okay. Oh. Sorry. Hui! Ui, ui, ui. Wir gucken gleich mal nach dem Match hier. Machen wir mal so einen kleinen... Oh, scheiße. 480. Eine 100er brauchst du fürs Zocken, wirklich? Weil so merke ich eigentlich wenig. Ich guck gleich mal. An der
gut, an der Internet-Dings kann ich sowieso nicht. Der Upstream muss passen. Gut, dass ich gerade so viele Profis hier bei mir habe. Ja, da können wir ja mal gucken. Okay, wir lassen das mal so. Und Dateieinstellungen. Ja, ich sehe es nicht, aber der Zuschauer. Ausgabe. Also, ich habe eine Bitrate von 4500 gerade eingestellt. Keyframe-Intervall bei 2 Sekunden. Wieso 2 Sekunden? Voreinstellung maximale Qualität. Profil Main. Maximal B-Frames bei 2. GPU steht 0. Und bei Video habe ich ja 1920 mal 1080 und 60 FPS. Vielleicht haben wir ja da schon irgendwas zu niedrig oder zu hoch. Ja, Deutschland und Internet. Ja. Ich warte mal kurz auf eure Reaktionen. Was meint ihr? Soll ich jetzt mal höher oder niedriger stellen? Dann starte ich dann einfach den Stream nochmal neu. Also eine Bitrate von 4500 habe ich gerade. Was meint ihr? Was soll ich mal einstellen? Soll ich mal höher oder? Auf 720, ja, kann ich. Aber nicht, wenn ich live bin. Da muss ich dann wahrscheinlich nochmal neu starten. Aber echt, auf 720? Ist das eigentlich bei jedem Match und beim ganzen Match so oder nur so zwischendurch? Ich meine, ja, hier wird das ja keine Unterschiede geben, ne? Also, ich gehe noch mal rein. Und sind diese Pixelmatsche, ist sie bei jedem zwischendurch? Was meint ihr? Welche Bitrate soll ich dann mal ausprobieren? Oder ist 4500 okay? Soll ich mal auf 5000 oder soll ich lieber niedriger? Bis jetzt kriege ich ja gar nicht meinen... Höher als 6000 nimmt Twitch offiziell, glaube ich. Okay. Ach, sowieso nicht. Also höher als 6000 geht nicht, meinst du? Die Pixelmatche kommt von der Bitrate. Games, die viel Action haben, mit der Höhe gestreamt haben, 6. Okay, soll ich denn einfach mal höher stellen, die Bitrate? Einfach mal so testweise. Mal gucken, wie es dann läuft. Weil 4500 könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Wir machen das gleich mal nach dem Match. Oh, ist so lieb, dass ihr das mit mir durchgeht, ey. Es ist halt, ne, wenn man das erste Mal sowas macht, ey. Gucken, ob mal jemand hier was dann rechnen kann. Och, der ist ganz gut in Form, glaube ich. Ist ein brandneuer, guter Rechner. Ryzen 7. 32 Gigabit Arbeitsspeicher. 3070er Grafikkarte. Also ich glaube, der wird, was das angeht, glaube ich. Oh, diese ganzen Missiles. Was ist hier los? Wir machen gleich einfach mal die Bitrate höher. Mach die mal auf 5000 noch was oder so. Oder 5500? Oder 6000? Ein Ryzen 7, ja. Ryzen 7. Genau. Meine Reichweite reicht nicht. Scheiße. Ich kann ihn nicht erwischen. Oh. Ja, meine Mates sind gut. Damit kannst du einsaugen. Ich bin jetzt ein Ghostbuster hier. Damit kannst du fremde Tinte einsaugen und dann loslassen auf die Gegner. Aber leider konnte ich nichts einsaugen. Guck mal, der da oben versucht mich zu treffen. Tja, mein Freundchen, da haben wir leider einen zu kurzen. Soll ich dann einfach mal 6000 probieren, ihr Lieben? Komm, das mach mal. Ja! Ich hab ihn erwischt!
es war ein gemein. Da oben kommt gar nicht runter. Oh, scheiße. Ich hatte eine 1050er auch vorher. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte den sehr, sehr lange, den Rechner. Ich glaube, der lässt nicht ab von seiner Taktik da unten, aber ich sehe halt alt aus gegen den. Ich müsste den auch einmal komplett fertig treffen, damit er dann keinen Unfug mehr macht. Na, vielleicht habe ich ja einen längeren. Schade. Es ist ein Spieler, der nicht runterkommt gerne. Okay, wir stellen das jetzt mal höher. Gestern wurde die RTX 4090 und... Ach du Scheiße. Schön die neue Generation draußen. Also, dann stelle ich jetzt mal die Bitrate höher, wenn das geht. Ich weiß es halt nicht, ob das geht im Stream. Soll ich mal auf 5800 machen? Ey, das kann ich sogar machen. Während ich streame. Doch, ich konnte es gerade machen. Übernehmen, okay. Ja. 10.000. Mhm, na klar. Ich konnte es gerade. Mal gucken, was er übernommen hat. Ja, 5.800 steht da immer noch. Hat er übernommen. Geil, Leute. Jetzt aber. Jetzt wird das nur noch so flutschen, du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ey, wehe. Wehe, jetzt haben wir nochmal so Schwierigkeiten. Also, ihr könnt mir gerne joinen, ne? Wenn ihr euch traut. In der Pause kann ich die Vögel zeigen. Guck mal, die strecken sich gerade. So, ob das Benjo mich nicht gleich wieder vollkackt. So, jetzt will ich keine Pixelmatsche mehr haben. Wie sieht's aus? An der Front? Ich hoffe, jetzt ist es besser, ey. Noch gut. Oh! Du wirst so sterben. Geil! Geil! Da kommen wir auch auf 6.000, oder? Komm, die 200 nehmen wir noch mit. jetzt muss ich mal aufpassen, ja. Die haben da nämlich gerade so eine Ult stehen, die verrät, wo ich bin. Was ist denn hier los? Leute, was ist denn hier los? Was willst du, hä? Was willst du? Sorry, ich freue mich immer ein bisschen, wenn ich einen erwische. Es ist, oh. Jetzt bin ich tot. Erst Gehaltserhöhung von Twitch und jetzt können wir mit fast 6.000. Ey, wirklich, das ist wie Wein. Und ich habe zwei Spiele geschenkt bekommen heute. Also dieser Tag wird als zweiter Geburtstag für mich eingehen, Leute. Guck mal, wie es hier aussieht, ey. Ist alles so... Ich meine, ich mag die Farbe, ja. Ich mag die lieber als meine, die ich gerade habe, aber was soll ich machen? Ich muss das nehmen, was ich kriege. So, jetzt gucken wir mal, wo hier noch... Oh! Hallo! Komm runter! Komm runter, dass ich dich töten kann, mein kleiner Freund. Ich kann dich nicht töten, wenn du so weit weg bist. Da muss ich dich halt so töten. Oh!
Waschwasser gekriegt. Ich fasse. Du gehst mir nicht an die Wäsche, mein Freund. Oh, oh. Der wird zu bunt. Du willst mir ein drittes Game? Most Wanted. Oh, oh. Was denn für eins? Oh, ich nehme immer gerne Spiele. Die werden wir dann alle hier spielen, ne? Also, ihr müsst das ja tragen. Also, ich glaube, meine... Ich weiß nicht, was hier los ist, ey. Guck mal, guck ich das mal an! Ja, wir haben keine Schocks. Ich habe jetzt zwar auch nicht die Mega-Einfärbewaffe, aber ich habe so das Gefühl... Ich nehme gleich mal das Splatling. Splatling gehört auch mit zu meinen Lieblings. Ich weiß nicht, warum die Hydra hier so... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Einfärben! Leute! Ab und zu gibt es einen Pixel-Einbruch. Dann gehen wir jetzt auf 6000 hoch. Sechstausend mindestens. Ich will keinen Einbruch mehr. Aber es ist noch erträglich, ja, meint ihr? Also es ist nicht so, dass ihr so... Oh Gott. Das tut meinen Augen weh und alles, was ich an mir habe, blutet. Was? 6000. Blutet vor Schmerzen, weil ich das ertragen muss. Regulierungsmethode habe ich CBR. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir auf 6000 hoch. So, Baby. Es ist besser auf jeden Fall, aber es ist doch nicht gut genug. Es muss perfekt sein. Endlich Licht. Schön, Feierabend. So, ich wollte den Splatling nehmen. Pass mal auf, jetzt nehmen wir den Splatling. Zeit für mich. Constant Bitrate. Oh, das klingt gut. Berserker! Mach's gut, einen schönen restlichen Mittwoch wünsche ich dir noch. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Gucken, dran sein, tun, waren, sein. Toll, danke. Bis bald, Berserker. Die Vögel sind das gewohnt übrigens. So sitzen sie immer, wenn ich... So sitzen sie immer, wenn ich mit tun zocke. Das ist so geil. Okay. Here we go! Jetzt zeige ich euch mal meine Mitlieblingswaffe, die Splatling. Man muss gedrückt halten, aufladen. Und dann kannst du den zweiten Schuss. Oh, geil. Guck mal, wie weit ich spritzen kann hier. Guck das mal an, ja. Und wie hoch, ja. Das ist da. Erblassen die Gegner von Neid. Und das willst du doch. Als stattlicher Inkling und Octoling. So. Gehen wir mal so schön auf den High Ground. High Ground ist immer Beste. Beste für Überblick. So, das ist alles noch zu orange hier. Oh, zwei Krabbis. Das kann ich nicht überleben. Aber die meisten sagen ja schon mal, dass es jetzt besser aussieht. Und das reicht mir. Wenn man so alle paar Minuten mal so einen kleinen Einbruch noch hat, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das liegt wahrscheinlich dann an der Leitung. Bei meinem Rechner kann es auf keinen Fall liegen. Mein Rechner ist krass. Krass NASA. Mit dem passiert. Da flog gerade einer durch die Luft. Ich sterb nicht allein. Noob and Loot, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Damit hast du natürlich recht. Da stinke ich gegen ab. Gegen Feierabend. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. So, der musste erstmal. Der hat ja auch das Splatling! Ey, Splatling Bro! Oh, oh, oh. Oh, oh. Bitte stellen Sie sich nicht vor mich, wenn ich gerade spritze! Okay, die haben einen Trade.
Aber. Man ist so stationär mit diesen Waffen. Das ist halt der große Nachteil. Das lief nicht gut. Das lief nicht gut. 4.000, 6.000, also liegt es wohl an meiner Leistung. Okay. Also ich habe gerade 6.661 hier stehen gehabt. Kilobit die Sekunde. Doch läuft die stabil. So, ist denn jemand aus meinem Freundeskreis jetzt online, mit dem ich zusammenspielen kann? Oh, mein Tee. Muss ich mal trinken. Aber Splatling ist manchmal echt so eine Sache. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was du für eine Map hast. Nicht jede Waffe funktioniert gleich gut auf der Map, auf der man spielt. Pff. Ist so schnell groß geworden. oh, jetzt haben wir übrigens einen Map-Wechsel. Das ist gut. Aber ich nehme jetzt mal wieder eine andere Waffe. Was wollt ihr denn mal sehen? Wollt ihr hier irgendeine Waffe, die euch vielleicht gefällt, die ich mal machen soll? Hier, den Schwabber. Wollt ihr den Schwabber mal sehen? Oder ein Blaster oder ein Roller. Oder ein Schneiberwaffe. Oder ein Bogen. Wir können den Bogen mal ausprobieren. Da bin ich richtig schlecht drin. Bogen komme ich überhaupt nicht gut klar, aber ich muss den mal üben. Der färbt halt echt schön ein, das ist geil. Sag mal, damit triffst du ja gar nichts. Ich meine, wir können es ja mal testen, aber... Aber das wird übel. Der ist abgefahren, ja. Das ist so ein kleiner Bogen. Ich werde gleich nochmal den größeren probieren. Der hinterlässt Pfeile, die so stecken bleiben. Die ja leider nicht, die explodieren sofort. Die bleiben sofort stecken. Und explodieren dann. Das ist geil. Da kannst du quasi im Gegner, der vor einer Wand steht, wenn du die Pfeile an eine Wand wirfst oder schießt, nochmal Schaden zufügen, weil die dann explodieren in seinem Rücken. Also das ist eine ganz andere taktische Vorgehensweise. Und der fährt gut ein, der Bogen. Aber mit dem anderen Bogen, ich weiß nicht, ich komme... Entschuldigung, Vogel. Ich komme überhaupt nicht gut klar mit dem... Oh, wir haben gerade Transformer-Vogel hier. So, ja, ja. Und das ist halt echt toll, weil jede Waffe, mit jeder Waffe schießt du quasi mit Tinte. Also das ist keine Munition, keine Kugeln und sowas, sondern Tinte. Das ist schon echt abgefahren geil. Und man kann so schön nerven mit der Ulti, das ist so geil. Mit die nervigste Ulti im ganzen Spiel, diese Missiles, die dann von oben auf den Gegner regnen. Oh Gott, wie der einfärbt, der Bogen, das ist ja abartig. So tot. Ich kann mich halt nicht wehren mit dem Ding. Das ist ja der große Nachteil, wenn ich ihn nicht spiele. Butter Rambo-Bogen. Na, so sieht's aus. Na, was macht ihr denn hier? Guck mal, soll man sich konzentrieren? Super. Oh, ich bin so tot. Oh, den haben sie schon erledigt. Geil. Die hat auch jetzt auch nicht so die Mörderreichweite, deswegen muss ich mit der Waffe echt ein bisschen aufpassen. Ich muss weg, ich bin detected. Oh, schön, alle vier drin. Jetzt spritzt er nicht wieder alles voll. Ich habe ja alles so schon blau gemacht. Das kann nicht wahr sein. Ah! Da will mir wehtun. Die Reichweite ist halt auch echt nicht so mega geil, ne? Mit der Waffe. Das hat so.
Pferd gestorben, weil er so übermütig war. Oh. Lifesaver. Scheiß Timing gehabt. Das Timing war kacke. Ich zeig euch mal den anderen Bogen, aber Bögen sind echt nicht so unbedingt meins. Aber einfärben tut er echt gut. Das ist echt krass. Sag mal, ihr zwei. Ja, ist denn schon Ostern? Der Vogel hat sich versteckt. Ja. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, immer noch 4-2 KD, das ist nicht so schlecht. Mit der Waffe, die man sonst nicht spielt. Aber euch zuliebe zeige ich jetzt auch gerne nochmal diesen Krippelbogen, wo ich richtig schlecht mit bin. Wo ist er? Der ist ein bisschen größer, hat eine größere Reichweite. Aber das Handling. Oh. Das Handling. Und der färbt richtig scheiße sein. Also, das wird gleich. Ich guck mal, wie lange er zum Aufladen braucht, ey. Oh, macht doch nicht mal eine durchgängige Spur hier. Jetzt geht's los. Samba! Moin! Ja. Bis jetzt funktioniert auch alles. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Und mit nur ganz wenig Pixelmatsche und Ruckelkram. Alles Banane, du Pflaume! So, siehst du das? Oder seht ihr das? Die Pfeile, die bleiben so stecken und explodieren dann so ein bisschen später. Oh, den habe ich sogar getroffen, aber... Scheiße. Das war jetzt ein Leckerchen. Das war jetzt ein Leckerchen für den Sniper, du. Da steht so ein Bogen aufgeladen. So, was soll ich denn jetzt schießen? Mann, ey. Ich hasse Bögen. Kannst du nichts damit töten? Glaube ich nicht, Tim. Gar nicht. Das ist einfach nur so da. Oh Mann, ey. Ich hab zweimal getroffen, nichts passiert. So doof ist das. Ich will danach wieder was Schönes spielen. Eine schöne Waffe. Nicht sowas hier, das ist echt eine Kreppelwaffe. Wie geht denn das? Ich will nicht schon wieder sterben, Leute, lass mich doch in Ruhe. Oh Mann, ey, meine Leute kommen hier aber auch nie raus. Ich glaube, das werden wir gnadenlos verlieren. Er ist gestorben. Nice. Der ist sehr eigenartig, dieser Bogen. Ich weiß nicht. Oh oh. Ich werde nie mit dem warm werden. Hilflos du mit dem Ding bist. Cult of the Lamb wäre etwas entspannt. Ihr seid alle so böse. Ich weiß nicht. Das ist ja auch so ein so ein Roguelike, ne? Wo man immer wieder von vorne. Ich will aus dieser Lobby raus, bitte. Wo man immer wieder von vorne anfängt.
Ich habe ja Hades genau aus diesem Grund leider auch noch nicht weitergespielt, obwohl es eine Schande ist, weil die Hades echt großartig ist. Die Story und die Synchronsprecher sind so, machen so einen guten Job. Okay, ich will jetzt keine Krüppelwaffe mehr. Ich habe euch die jetzt einfach nur euch zu Liebe gezeigt. Das ist so furchtbar mit dem Ding. Da fühlt man sich so hilflos mit. Schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich... soll ich mal in Rangmodus gehen? Ich weiß nicht, was gerade für Modus ist. Es gibt Herrschaft, da muss man für eine Weile eine gefärbte Fläche, also wenn man die eingefärbt hat, halten. Dann gibt es Turmkommando, wo man einen Turm in den gegnerischen Spawn bringen muss. Und dann gibt es Goldfischkanone. Da hat man so eine Kanone. Die muss man an zwei Checkpoints quasi absetzen. Ja! Gummi-Unity-Kult! Oh, das wäre geil. Ein Spiel mit Gummihühnern. Mit Gummihühnern und Papageien. Guck mal, wir können dem Mike da folgen. Ich weiß zwar nicht, wer Mike ist, aber der wäre gerade bereit. Mike wäre bereit. Für den... Wie heißt das? Für den... Fürs gemeinsame Kletzen. Leon. Komm, wir folgen dem mal. Dem Mike. Das ist der Vogel hier unter dem... Da ist Zoe. Die ist unter dem... So, und jetzt habt ihr keine Bildprobleme mehr, oder? Nur noch ganz, ganz selten, sagt ihr schon. Das ist gut. Nein! Ich liebe es. Das sind die Freuden. Das sind die Freuden von Peer-to-Peer. Oh, super. Mensch, das freut mich. Das ist ja meine größte Sorge. Das war meine größte Sorge, dass das nicht hinhaut. Wie bei Phasmophobia. Phasmophobia sah ja auch ganz schlimm aus. So, jetzt finde ich es langsam komisch. Es ist gerade Herrschaft. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Warum? Peppy, bist du vielleicht gerade online? Der Mike ist irgendwie kaputt. Computer oder sagt nein. Oh. Archie spielt einen offenen Rangkampf. So, jetzt nehmen wir mal. Das ist eine Waffe, mit der man sehr schön einfärben kann. Die ist zwar ein bisschen langsam, aber guck mal, was die einfärbt hier. Diese riesen Dinger da. Monsterkleckse macht die. Der Nachteil ist natürlich, wenn so ein Duel-Spieler vor dir spielt, er steht plötzlich. Und du hast keine Tinte mehr oder musst hier erstmal so zielen. Dann kannst du den kürzer sehen. Deswegen muss man immer so ein bisschen Abstand wahren mit dieser Waffe. Aber die macht sonst richtig Spaß. Die kann richtig... Sag mal, Juno! Hier nicht vor der Wand stehen! Spielen, Junge! Vielleicht muss der gerade mal niesen oder so. Oder Oma hat angerufen, kann ja auch sein. So. Ja, am Wochenende ist Splatfest. Das spiele ich wieder mit Freunden. Ich weiß noch nicht, ob ich das streame vielleicht. Das werdet ja was. Oh oh. Oh oh. Ah! Tötet ihn! Er will mir an die Wäsche! Er hat ihn immer noch nicht. Oh fuck.
Das tut mir aber leid. Aber du hast meinen Mate bedroht. Ah! Genau! Genau sowas meine ich! Genau sowas meine ich! Jumpscare vom Feinsten. Dankeschön, Samba, für den 14-monatigen Resub. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Das passt gerade, das stimmt. Boah, das Emote ist ja krass, ey. Zwergel, einen wunderschönen Mittwoch. Ja, Fingerfarbe, ich sag's ja. Ich glaube, ich muss hier echt ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist ja, wo die alles hochkommen können, ne? Und die an die Wäsche gehen können. Das ist doch nicht normal, mein Freund. Kann dir mal jemand töten? Der ist one. Dankeschön, ich mach's selbst. Du kannst dich nicht verlassen auf deine Mails. Ja, guck mal, den haben wir erwischt. Oh, eiskalt. Wo ist er denn? Achso, das, was ich ja gerade geworfen habe, war ein Detektor. Da kann ich sehen, also wenn jemand in den Umkreis kommt, wo der sich aufhält. Ja, die ist ein bisschen langsam, aber die macht sehr viel Spaß. Die färbt echt Hölle ein, das ist Wahnsinn. Fingerfarbe ist aber ganz Körperfarbe. Das stimmt. Oh, wir haben das sogar gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, mein Ohrring. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Geil. Also immer wieder was Schnelleres. Das ist... Das kann man mal ab und an spielen, sowas, aber Bodypaintings tönt etwas anderen an, genau. Hier sieht man auch, welche Freunde gerade was tun. Oh nee, Muschelchaos. Arti, nein. Ich spiele alles, aber kein Muschelchaos. Muschelchaos ist weh. Wollen wir mal einmal Herrschaft spielen? Ich meine, wir können es ja mal probieren. Im Rang. Oh Mann, ey. Mein S-Plus kann ich ja nicht mehr verlieren. Das heißt, das habe ich mit Mühe und Not erreicht. Oh, ich muss noch mal eingießen hier. Schöner, geiler, heißer Tee, du. Gemütliches Nachmittagsspritzen mit lecker Tee. Oh mein Gott. Arti! Hallo! Ich habe gerade gesehen. Oh, du spielst Rang. Ich wollte gerade joinen, aber dann habe ich gesehen Muschelchaos. Ah, Muschelchaos. Warum Muschelchaos, ey? Warum kann ich jetzt nicht irgendwie Goldfischkanone sein? Das wäre cooler. Du wolltest mir nachschauen. Ich mach gleich was auf, Arti. Oh Mann, das tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich mach, nach diesem Match mache ich, was wollen wir spielen? Mir ist egal. Such du aus. Wir können Turf zu zweit, aber in einem Team machen wir, oder? Wir wollen doch richtig rasieren. genau, ich mach das hier noch zu Ende eben. Und dann lass uns das gerne tätigen, dann weiß ich auch Bescheid, dann klappt das auch besser. Muschelchaos ist schlimm, weil du da Teamwork brauchst. Das ist halt das Krasse. Ich habe das so oft erlebt, ey. Das ist. Viele wissen zum Teil gar nicht, was sie machen sollen. Die sind völlig überfordert. Oh oh. Wasserspiegelfeld! Oh Scheiße, jetzt kommt der Regen hier lang. Bist du? Boah, die Waffe ist geil für Herrschaft. Die Waffe ist so der Hammer, ey.
Wirklich, das macht richtig Spaß. Ich glaube, die werde ich zum Splatfest auch nehmen. Aber die kannst du halt nicht die ganze Zeit spielen, weil die echt, ihr seht's ja, lahmarschig ist. Sie ist lahmarschig, aber geil. So, ich glaube, das gewinnen wir. Ah, die macht eine schnelle Runde! Ich bin fertig. Ach, geil. Ich bin schon fertig, Artig. Wir können schon spielen. Ich könnte aber zwei Matches mitspielen, aber du hast mich gar nicht bemerkt. Artig. Schande über mich. Es tut mir so leid. Ich glaube, es ist, weil ich so aufgeregt bin und es ist alles so. Ah, es tut mir so leid. Ich mache jetzt einen Raum auf. Und dann werde ich dich aber sowas von bemerken. Nee, weil das ist heute mein allererster und oh Gott, ich bin gerade noch so aufgeregt und ja, schaue, dass alles funktioniert. Aber das ist ja auch mal eine flotte Runde, du. Genau. Ich mache einen Raum auf. Und dann kannst du mit joinen. Kann man die Waffe wechseln? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich wechsle mal lieber vorher. Was wollen wir machen? Wollen wir snipern? Ich hab Bock zu snipern, Leute. Ich hoffe, man kann wechseln, ey. Wenn nicht, dann ist das doof. Okay. Also, wir gehen mit Freunden. Standardkampf. Raum erstellen. Ich mach mal ohne Code, ne? Geht schneller und einfacher. Oh, das Bettfest, das wird richtig lange sein, ey. Ich habe gesehen, 2 Uhr morgens am... Ach, ist das schon. Am Samstag... Oh, man kann anpassen. Aber na, mal gucken. Ich hoffe, man kann zwischen den Matches auch anpassen. Von 2 Uhr morgens Samstag bis Montag 2 Uhr morgens. Das ist echt krass. Ich überlege schon, ob ich Samstag morgens um 2, 3 aufstehen soll und das spielen soll. Aber ich glaube nie. Ich bin ja auch abends mit euch spielen, ne? Mit Artitini und Melli und der Dings hat auch noch angefragt. Der liebe Eddie. Ganz neue Seiten. Was sind für Seiten? Selbes Geräusch mit Kaffee. Oh, Zwerge, ich wünsche dir viel Spaß bei Witcher 3. Geil. Oh, sag mal, wie, das hast du noch nicht gespielt? Was ist das denn? How is this possible? Mima! So, erstmal schön das Dach einfärben, ja? Bevor ich hier irgendwas wegsnipere. Erstmal schön Dach einfärben. So, das ist ein schöner Spot hier. Ist das schön chicky chicky? Ah, da reicht mein. Da reicht mein langer. Kurzer. Oh. Danke. Danke, danke, danke. Hat Arti super gemacht. Hier muss man echt aufpassen, weil. Scheiße. Er ist weg. Erstmal wieder richtig reinkommen, ne? Oh! Hat er das gesehen? Schwer zu treffen, diese kleinen, flinken Biester. Ich nehme dann doch eine andere Waffe. Das ist mir. Hier kann man zu viel geflankt werden. Ah! Groß. Hier kann man zu viel geflankt werden, wollte ich gerade sagen. Ich fühle mich hier gerade sehr unnütz in dieser Runde, aber es ist okay. Ich erkenne Handles. Oh. Aber nicht.
Ich hab den längeren, mein Freund. So furchtbar. Geralt ist super. Ich habe den Typen echt lieb gewonnen. Ja. Ich mag. Halleluja! Ich mag Geralt im fünften Teil. Im fünften Teil. Julia lebt wieder 2088 hier. Im dritten Teil auch sehr, sehr gern. Auch optisch, ja. Ist auch nicht zu verachten, der Gute. So richtig aus dem Hinterhalt und genau. Ich hoffe, man kann wechseln, ey. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit damit spielen. Oh, Gott sei Dank. Oh. Thanks God. Was soll ich denn jetzt mal spielen? Wollt ihr... Komm, wir nehmen mal Blaster. Blaster ist geil. Blaster ist geil. Da machst du so quasi eine Explosion. Bam. Bam. Man kann aber auch, ne, für die Aim-Faulen, man muss auch nur so einen Rand treffen. Also es hat einen Explosionsradius quasi. Ist aber ein bisschen schneller als Snipern. Also es kommt immer echt auf die Map drauf an. Es gibt Maps, da macht das Snipern ein bisschen mehr Spaß und Sinn. Ah, ist echt doof, dass ihr das findest. So. Geil. Oh, jetzt wird's richtig angezeigt, geil. So, los geht's, ja. Agent Zombie, ich wünsche dir viel Spaß beim Lurken. Dankeschön. Oh. Keine Tinte mehr. Wenn man keine Tinte hat, lieber die Arschbacken zusammenkneifen und abhauen. Das kann sonst ganz böse ausgehen. Ich finde halt die Ult so schlecht von dem Blaster. Das ist halt einfach nur so ein Schutzschild. Ich hätte vielleicht im Schutzschild stehen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Stormtrooper Aim, hey! Hallöchen, Lukas. Ja, gibt es, aber... Naja, Nintendo und diese, wie heißt das schnell? Die Leitung? Peer-to-Peer ist halt so nicht unbedingt super. Es ist nicht unbedingt super. Gerade für E-Sport. Ah, der hat den scheiß Tank. What the fuck? What the fuck? Nee, keine Server. 2022. Nee, wir haben auch gedacht so, als Splatoon 3 angekündigt wurde. Oh, endlich mit Server. Ich meine, sie nehmen ja jetzt auch Gebühren jeden Monat, ja? Oder einmal im Jahr mindestens. Dann wird es jetzt endlich Server geben. Nö. Es gibt keine Server. Nada. Nur Peer-to-Peer. Ist billiger und kostet nichts. Hier, die verstecken sich immer so gerne in diese Ecke hier. Oh, oh. Deal with it. Krabbenpanzer ist scheiße. Oh, geil. Bombe!
Frechheit. Ja, das ist, kennt man nicht anders von Nintendo. Es ist sehr traurig. Imagine, dieses Spiel hätte Server. Ja, wie gut dann die Connection wäre, die Verbindung. Es ist. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Tuval! Hallöchen! Hast du Feierabend? Komm rum! Oder musst du noch schuften, du Armer? Dankeschön für den Host. Oh, ich bin gerade zu nichts zu gebrauchen in den Runden. Das ist, weil ich wieder nur so viel labere gerade. Eine ganze Waffenklasse funktioniert nicht wegen der Latenz. Ja, genau. Das ist gerade, wenn du Sniper willst oder irgendwas, wo du halt richtig Hitscan brauchst. Es ist bläh. Das ist große Kacke. Es ist schade. Wirklich, dieses Spiel verschenkt ganz viel, oder beziehungsweise Nintendo verschenkt ganz viel Potenzial. Weil wenn das wirklich funktionieren würde, gut. Das mit der Verbindung, oh. Weil diese ganzen Fehler bei der Datenübertragung und Verbindungsabbrüche und Bugs und Glitches. Glitches gibt es auch ohne Ende. Also, was ich bei Operation Goldfisch erlebt habe, ist das Wahnsinn. Ist das irre. Simon Run, wir können gerne ein paar Runden spielen, Tubal. So 2-3 Röntchen spiele ich wohl mit. Ja, das Schild, genau. Ja. Das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir was richtig Schnelles hier. Guck mal hier. Boah. Jetzt muss es besser klappen. So, da haben wir schon den Krabbenpanzer. Oh. Das ist eine gute Waffe für das Splatfest dann. Die fährt verdammt gut ein. Die ist schnell. Hat eine geile Ulti. Hat eine schöne Subwaffe. Die Splatbomb. Oh, genau. Da drin, ne? Ui! Hab dich gefunden! Oh, er mich auch. Ja, aber in Simon Run muss ich auch ein bisschen aufsteigen. Es ist so spaßig. Das ist es auch. Und das ist auch der Grund, warum ich trotz Peer-to-Peer nicht aufhören kann, dieses Spiel zu spielen. Ich habe mich auch so gefreut, als es rauskam, weil, ey, es ist halt ein ganz anderes Spielprinzip, ne? Dadurch, dass du keine Munition hast, sondern Tinte. Das in der Tinte schwimmen ist halt auch so geil. Boah, die haben sich alle gegenseitig umgebracht. Man kann so schön sneaky sein und ach, es ist toll. Oh, die kommen alle von oben, Leute. Oh, da war schon unten. Und wie schnell das geht, ne? Das ist Wahnsinn. Gut, Dispersor ist auch nicht schnell. Und, da seht ihr das? Den Perk. Der hatte Ninja Squid. Siehst du dann nicht, dass er durch die Tinte schwimmt? Normalerweise seht ihr das, wenn ich jetzt durch die Tinte schwimme. Durch die Tinte schwimme ich. Oh Mann. Da sieht man so kleine Wellenbewegungen. Wenn man 50%ig nur schwimmt von der Geschwindigkeit, sieht man die auch nicht, aber. Ich will schnell sein. Ja, wisst ihr was? Ich mogel mich jetzt mal hier durch. Guck, ob ich es schaffe. Ja, den haben wir da mitgenommen! Und den haben wir auch noch erwischt. Aber es wurde nicht mehr gezählt, schade. Ja! Arti, hast du Lust, mit ein paar Röhnchen Simon Run zu spielen? Dann gehen wir jetzt in Simon Run mit Tubal.
Salmon Run macht nämlich auch sehr viel Spaß. Da hat man eher KI-Gegner, aber sehr, sehr spaßige. Cool. Dann werde ich jetzt hier beenden und dann gehen wir in Salmon Run. Sehr, sehr schön. So, Bär. Mit Freunden. Ja, mit Freunden. So, ich hoffe, Arti kann dann... Also es kommt noch einer mit rein, Tubal, ne? Der Arti kommt noch mit rein. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass er mir dann joinen kann. Also am besten noch ein bisschen warten. Ach, das macht nichts, Arti. Das macht gar nichts. Cool. Sauber. Also das können wir gerne starten. Es sei denn, Tubal hat noch einen, der mit rein kann. Aus seinem Freundeskreis, aber ne, machen jetzt so. Jetzt geht's los. Sauber, genau. So, hier mal die Eier. Oh, jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Habt ihr gewaschen? Habt ihr euch gewaschen? Ja. Ein bisschen. Es ist ja noch nicht Weihnachten, ne? Und Wasser ist teuer. Eine Gasheizung. Eis, Dude, Hallöchen. Ich störe dich nicht. Ich hab nichts gelesen. Ich weiß gar nicht, dass du da bist. Oh, es geht gleich los im Blaster. Okay, das ist die einzige Waffe, die ein bisschen weak ist, aber... Oh, oh. Ist es dunkel? Es ist neblig. Oh, nee. Ich hasse es, wenn es Nebel ist. Bam! Ey, Vögelchen! Kein Loch reinfressen. Die sieht man jetzt leider gar nicht so richtig. Also das ist, das liegt jetzt nicht am Stream, dass ihr jetzt fast nichts seht. Das liegt wirklich am Spiel jetzt. Der Strahlemann. Boah, geil. Oh, oh. Boah, so viele Eier hier. Verstopfen immer den Weg, die fetten Dinger, ey. Oh, jetzt kommen... Oh, 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 oh. Viele Gegner. Ich sehe hier gar nicht mehr, ob meine Farbe auf dem Boden ist. Oh, oh. Die haut mich. Geh jetzt einen anderen Weg. Oh, scheiße. Schaff's nicht mehr, oder? Schaff ich das Ei noch reinzuömmeln? Oh. Das war eine Punktlandung. Jess, hallöchen. Dankeschön, Eisdude. Viel Spaß beim Lurken. Dankeschön. Oh Gott, ey. Oh Gott, das ist ja auch noch die Waffe. Okay, es sind zwei Waffen, die etwas weak sind. Aber es geht noch. Wir hatten schon schlimmere. Der klaut die immer. Gleich abschießen am besten. So, Crit. Den muss man an den Schwanz schießen. Also hier hinten da. Da ömmelt immer einer dran rum.
Und. Boah. Oh. Boah, geil. Ja, das ist, ich krieg nicht hoch. Ah, da will ich auch gar nicht hoch. Oh Gott, sind ja viele Eier. Ja, das Eierwerfen, das verbraucht nämlich jetzt auch Tinte. Das ist, oh nein. Oh, 4,30. Cool. Nice. Das sind eine Menge. So, jetzt haben wir die Ente. Oh, ehrlich, eine schöne Waffe. Oh ja, Karussi. Oh, schon. Oh, oh. Scheiße, da keine Tinte mehr für eine scheiß Bombe. Oh oh. Schnell mal da so eine Ult reinballern. Hab ich überhaupt ein Ei am Wandern? Nee. Scheiße. Kriegt das immer nicht mit, ob ich eins einsammle oder nicht? Mann, ey, was willst du von mir? Kriegst du nicht meine Nummer? Stell dich hinten an, Junge. Oh, 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 scheiße. Läuft doch gut, sagt er. In dem Moment bin ich tot. Geil. Ui. Geschafft. Jetzt darf ich Tee trinken. Fast 100. Oh mein Gott, 7 Eier haben gefehlt für 100. Geil. Nice, Omat. Also wenn ihr Lust, wenn ihr Lust habt, das auch mal mitzuspielen, ne? Holt euch einfach Splatoon 3. Also Splatoon 3 ist schon fast... Also... Fast Pflicht, ja, wenn man eine Switch hat. Das ist so, 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 so spaßig. Oh oh. Was passiert? Malmsalm. Oh, das heißt, die Ults jetzt aufbewahren, denn am Ende erwartet uns ein Godzilla. Gut zu wissen. So, was haben wir? Elbeblut. Normal. Weder Ebbe noch Flut. Einfach ganz normal. Ich hab Kuhlkugel. Oh. Oh nein. Oh nein, das ist ja der Modus. Oh Gott. Oh Gott. Die kommen von überall. Das ist quasi wie dieses Zombie-Klatschen. Nur mit Salmonien. Ich wollte zu Arti, da bin ich gestorben. Ja.
Das ist ganz schön Action angesagt, du. Oh Mann, ey. Hier braucht man vor allen Dingen Koordination und Tinte. Du bist am Dauersterben. Das sind einfach zu viele. Aber geil. Pioretten drehen. Ja, man bekommt eine extra Ult. Aber die reicht mir nicht. Ich will alle. Nee. Also, manchmal nutze ich eine Welle 3, aber meistens vergesse ich die überhaupt zu nutzen. Oh, Nebel. Okay, das könnte... Nebel ist schon ein bisschen herausfordernder. Ja, ich komme. Komme. Jetzt möchte ich diese Kreppelwaffe haben, ey. Oh. Da ist jemand tot. So großer Klops hier. Ich hab schon wieder kein Ei eingesammelt und dachte, ich hab's. Ey, das bleibt hier. Das ist nicht deins, Junge. Oh, dass man fürs Werfen jetzt auch noch Tinte braucht, das ist so... Oh. Das war knapp. Puh, hui, hui, hui. Ja, stimmt. Oh Mann, jetzt habe ich den Blaster. Blaster of Disaster. Oh, da ist ein... Ich glaube, der hat mich... Der hat mich auserkoren. Zu fressen. Ey, du weißt gar nicht, wie ich schmecke. Oh, scheiße. Immer schön die Tinte in den Popo. Oh Mann. Jeder will dich töten hier. Oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist eine prekäre Situation. Oh, oh. Einer lebt noch. Perfekt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist das voll hier. Alter Schwede. Ist ja wie Karnevaldo. Oh mein Gott. Ist ja auf der Reeperbahn nachts um 2:30. Feierabend? Weil wir 2 Eier nicht hatten. Oh. Oh Mann, jetzt kriegen wir keinen, jetzt kriegen wir nicht den Godzilla, Salmon. Och, das ist ja gemein. Och nö. Och Mensch. Ich war 20 Sekunden tot und niemand, oh nein, Arti.
Scheiße. 20 Sekunden. Oh. Manchmal ist es auch zu weit weg, glaube ich. Also ich habe versucht, drauf zu achten, aber boah, das wurden auch gerade so viele Gegner und ich hatte den Blaster. Ich hatte den Blaster, ey. Das war furchtbar. Oh. Boah, zwei durchgeschwommen, Scheiße. Das war bestimmt nicht mit Absicht. Manchmal ist das einfach zu viel und zu krass und man kann das nicht alles aufnehmen. Mann, das ist aber schon hier holla die Waldfee. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich keinen Dünnerroller oder sowas habe. Oder die Hydra jetzt, ey. Das ist auch... Oh, das erste Mal, dass ich jetzt mal den Roller habe. Was ist denn der Roller so langsam, wenn man rollt? Oh, das war gerade irgendwie ein Bug oder sowas. Oh, ich höre schon die Eier. Da will ich ran. Das ist mein Karussell. Kann aber nicht wahr sein. Oh, die sind schon fertig, ey. Oh, oh. Den haben wir ja schon. Weg da, ich muss Eier sammeln, Junge. Oh, ein Stick hier noch in der Ecke. Ich habe schon wieder kein Ei eingesammelt, hab's nicht gemerkt. Himmel. Hä? Das ist einfach Wahnsinn. Oh, oh. Das ist Big Fat Party hier. Ach übrigens, Inklinge und Ocklinge können nicht schwimmen. Sie können in Tinte schwimmen, die ja nicht flüssig ist, weißt du? Aber in Wasser nicht. Und sie kommen aus dem Meer aber. Ja, die Evolution ist manchmal echt ganz schön bitchig. Gemein. Oh mein Gott. Ja, aber die höher leveligen Level, die sind schon... Da passiert schon einiges mehr. Als ich wieder diese Kreppelwaffe für jeden Schuss einzeln drücken muss. Oh, was ist das denn? Ja, ist das schon Halloween? Das kenne ich doch gar nicht, das Vieh. Oh, das ist neu. Es ist ja geil, das Vieh. Das sah aus wie ein Geist, Mega. Oh, alle Eier weg. Boah, wie schnell sind die denn? Erinnert mich ein bisschen an Ghostbusters. Slimer. Scheiße, der steht so, dass ich keine Bomben reinwerfen kann. Ah, ich mach hier diese dicken. Die Musik, ey. Das ist aus einem alten, schlechten Horrorfilm. Was schon wieder, Alter? Ey, da kommen ja die Viecher raus. So werden die geboren. Interessant. Haha, der ist runtergeschwommen. Ist cool. Oh, die Enzer für die letzte Welle, das ist gut. Ist
sei denn, der Godzilla-Freak kommt gleich noch. Oh. Der Godzilla-Salmon. Oh. Scheiße, ich habe wieder keine Tinte gehabt für den. Das Maul, ey. Dem prallen beim Schirm die Tinte ab. Deswegen muss man nur oben drauf ballern. Oh, oh, ich bin so tot. Scheiße. Himmel, Herrgott. Oh. Oh, oh. Der Strahl hat mich auserkoren. Oh, wir haben die Quote. Der dicke, fette, böse Oberwicht. Ne. Oh. 104! Nice. 104 ist gut. Ich glaube, ich kann das Ding mal ausschütten hier. Ein bisschen und ich steig auf. Ah, wenn der weiter kreist. Okay. Oh, schade. Ich wollte noch mal den dicken Großen heute sehen. Ich glaube, Ati ist Boss, oder? Ati hat das Höchste. Nebenjob-Legende. What? Fuck yeah. Schöne gelbe Farbe übrigens, ne? Manche Farben sehen echt schön aus. Oh nein. Noch ein Zug. Geil. Der Zug kürt. Keine Tinte mehr, um das Ei zu werfen. War Legende und kürzlich abgestürzt. Oh nein, warum bist du abgestürzt?
Ist doch schon Welle 2. Schirmchen. Oh, fuck. Oh, Moment, ich guck gleich. Hier passieren Sachen. Hier passieren Sachen. Ich gucke sofort. Moment. I try to survive. Oh mein Gott. Hilly, dankeschön. Liebsten Dank für deinen 5-monatigen Resub. Und schön, dass du da bist. Heute spielen wir mal, ja. Erweiternden Content. Mit Salmon ran. Oh nein. Ein netter Nebenvertreib bei Splatoon 3. Oh Gott. Meine Tinte reicht nicht, um diesen das Blasegehirn da auszulöschen. Oh ne, jetzt auch noch Regen. Oh Gott, ich werde so sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Oh, da kommt was von hinten, von hinten, von hinten. Oh, sag mal, was ist denn jetzt hier für eine Action? Mehr Gott. Oh. Nice. Oh, ich hab gar nicht, was das sagt. Alter, bin ich echt blind. Ein Blindfisch. Ah, schau ich nicht mehr. Benji und Kazooie sind die tollsten Vögelchen. Darum wissen. Oh, darum wieder dabei. Och, welch, das freut mich. Ja, guck mal. Da, der andere Vogel ist gerade hier unterm Pullover. Sieht man das ein bisschen? So, jetzt ist die wärmste, kuscheligste Stelle gesucht. Würde ich auch machen. Ihre Stelle. Na, wer würde das nicht? Aber Legende ist teils echt heftig. Oh Gott. Das glaube ich, ey. Das glaube ich hier sofort. Das ist so schon manchmal echt heftig. Ein Misskrepel, ne? Ich nehme euch alle Pfannen weg. Wo haben die überhaupt die ganzen Pfannen her? Haben sie schon im Meer gefunden. Wer schmeißt da so viel Pfannen weg? Jetzt komme ich gar nicht mehr zum Eier sammeln, weil ich hier ums Verweifen kämpfen muss. Na, der muss weg hier, ey. Die sind so nervig. Hier, zack. Und... Oh, scheiße. Bin tot. Oh. 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 Ich dir nicht. Ich hab so eine Kreppelwaffe wieder. Oh Gott, wir müssen 22 schaffen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Da ist jemand tot. Ich komme zu euch. Nein, ich komme nicht zu euch. Scheiße. Oh, es sind wieder 3 Eier, die fehlen. Es sind wieder 3 Eier, die fehlen. Schade. Boah, das ist echt anstrengend. Oh. Ich habe versucht, euch wieder zu beleben. Ey, ich bin überhaupt nicht zu euch gekommen. Heute bleibt die Küche kalt und es sind keine Pfannen da. Die haben die ganzen Salmoniden geklaut. Es ist irre. Aktiviere mein Hai und werde gekillt. Scheiße. Oh nein. Ja, und ich habe meine Ult verwendet, um euch wieder zu beleben. Da waren 2 tot. Eine mache ich noch. Dann würde ich, glaube ich, wieder in Dings gehen. In Turf War. Es ist Wahnsinn. Wie viel da manchmal passiert. Das kannst du gar nicht alles handeln. Schade. Aber jetzt schaffen wir es nochmal. Laden uns noch ein, Mensch. Wie das immer so ist, ne? Habe ich mir gestern auch gesagt, und vorgestern, und vorvorgestern und am Wochenende. Ach, nur noch ein kleines Rangkampfspielchen. Das kann doch nicht so lange dauern. Das ist auch fatal. Ein so ein Match geht 3 Minuten, also bei Turf, aber bei,
bei Rangkampf kann es schon mal ein bisschen 4-5 Minuten oder so dauern, je nachdem, wie lang die Verlängerung ist, aber das ist so verleidend, weißt du, dass man dann nicht aufhören kann. Ach, eins geht noch. Tubal, da kommt ein Hai. Sag's nur. Müsst ihr den Tubal... Nein! Scheiße! Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Sorry. Sorry, ich war gerade... Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Nochmal so ein... Oh, das geht schon schnell. Oh Mann, ey. Ich wollte Tubal wieder beleben und da hat mich der Hai gefressen, ey. Ah, Beto, nicht am Hals. Himmel, oh Gott. Oh, fuck, yeah. Scheiße. Habe in der Ratte viel Spaß im Lurken, dankeschön. Hilly, ja, das sind... Oh. Ich bin gerade wiederbelebt worden und wurde von diesem dicken, fetten Klops hier schon wieder ins Wasser gedrückt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Himmel, das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend. Boah. Das war hardcore jetzt. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Ach, die Ense. Klang gerade so komisch. Wow. Guck mal gleich mal, was wir für Belohnungen bekommen haben. Scheiße, ich komme nicht dran. Davon warte, weg! Oh, endlich. Also noch einer? Das gibt's doch gar nicht. Aua. Aua. Die verhauen mich mit ihrer scheiß Pfanne, ey. Ich hab... Doch. Für die Haie braucht man nämlich Bömmchen. Oh, oh. Tubal ist tot. Tubal, ich komme! Ich komme! Ich rette dich! Diesmal hat es auch geklappt. Oh, wir haben die Quote. Oh mein Gott, das ist Stress pur. Ah! Oh Mann, ey. Ui. Also, es ist nicht zum Entspannen hier, ne? Ja, Roller, der ist lame, ne? Der ist lahm. Oh Mann, ey. Das ist geil. Oh no. So, 22. Jetzt müssen wir uns echt anstrengen. Den lassen wir mal hochkommen, weil wir sind ja lauffaul. Ah! Oh Gott, das war knapp. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt, Action. Jetzt, guck. Oh, fuck. Fatal. Jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's die Apokalypse Now. Ich
Jetzt heißt es nur noch überleben. Man hat die Quote. Ich hab keine Bomben mehr. Fuck. Komm, die zwei kriegen wir noch. Oh Gott, Melle. Oh, fuck yeah. Oh, gut, dass ich gerade meine Ult weggeworfen habe. Feiner Keilmond ist da. Ah, nee, der ist ja gar nicht mehr. Der hat ja abgenommen, die Blöden. Okay, wo sind die Gegner? Oh Gott, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. In diesem Modus, ey. Da ist er schon. Oh, oh. Den kann man nämlich nur Schaden zufügen oder beziehungsweise den meisten Schaden zufügen, wenn man den mit Eiern bewirft. Und ich muss jetzt auch noch den Dings haben. So, wo ist denn der Klops? Ach, Mist. Da. Oh. Scheiße, der hat sich auf die Eier geschmissen. Ich muss an das Ei rein, Junge. Ich will dich an deinen Kopf knallen. Gib mal her, du. Scheiße. So, wo sind jetzt hier die Bosse? Da. Da ist einer. Oh nein, die nehmen schon die Dinger mit. Oh, ich bin so tot. Oh, das ist hardcore hier. Das ist quasi wie so ein Endboss. Wir haben alles gegeben. Wir schaffen es nicht. Oh, no! Oh, nee! Boah, das ist, der Modus ist das schon echt krass. So, ich gehe jetzt in Turf wieder. Also, wer Lust hat, kann gerne joinen. Ich muss jetzt was Entspanntes machen. Das ist Rangkampfspiel. Oh Mann, ey. Uff. Ja, schade, dass wir den am Ende nicht bekommen haben. Aber, yes! Führungskraft! Yes. So, mal gucken, was wir abstauben können jetzt hier. Wo war denn das? Das war in irgendeinem Terminal. Das reicht mir. Führungskraft ist erstmal okay. Man muss halt nicht gleich sonst wie übertreiben. Warte mal, wo... Achso, wie komme ich jetzt hier raus? Ach, da. Raum verlassen. Das ist ein bisschen complicated. Genau. Da muss man sich jetzt dran gewöhnen. Das war früher anders, ne? So, jetzt kann ich meine Belohnung auch angucken. Gucken wir mal. Das Scheiße. Oh, viermal Laufberg ist gut. Schnell schwimmen. Brauche ich nicht. Ja, geil. Super. So. Appetiloppi. Ich muss mal meinen.
Tubal, magst du auch kommen? Oder machst du was anderes? Weil die Lobby ist noch auf. Hab mich vergessen zu entmuten. Weil ich ja das Ding hier verschnambuliere und keine Geräusche machen will. Ich glaube, er kommt nicht. Gib ihm noch 3 Sekunden. Oh, sorry. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. So, endlich wieder entspanntes Kleckern hier. Oh, Salmon Run kann ich echt nicht lange machen. Das ist mein Brain. Mein Brain ist, das bin ich ausgerichtet. Oh, oh. Nein, du kriegst meinen Körper nicht. Ich würde mal gerne vergessen, dass der Spawn auch eingefärbt werden muss. It's very important. Oh, da fliegt der Finse durch die Gegend. Oh nee, die schon wieder Missiles. Oh Mann, ey. Wer hat denn diese Krippelwaffe mit diesen scheiß Missiles? Die nerven. Das ist so annoying. Vor allem, wenn du Sniper spielst. Du kriegst dieses scheiß Ding permanent an die... Ja, der war das. Achtung, Haftbombe! Nix da, mein Freund. Spreche dich. Ich hab dich gerecht. Scheiße. Aua. Voll die Bombe an die Omme geschmissen. Oh. Achtung. Nix da, mein Freund. Du kommst hier nicht rein. Ja, geil. Das war eine gute Runde. Kann man sich auch mal Tee für eingießen schenken. So, meine letzte Tasse ist das heute. Dann habe ich eine ganze Kanne getrunken. Gigi! Ich wechsle jetzt mal. Ich nehme mal. Was nehmen wir denn?
Komm, wir nehmen mal einen Schwabber. Katalogstufe 99? Wer? Du? Kleiner Drache, Hallöchen. Hier wird gekleckert, aber so was von. Ja, das erste Mal heute quasi. Ich habe ja eine Game-Capture-Karte mir geholt und... Ja. Oh, ich? Was? Ich habe schon 99. Ich krieg das immer nicht mit. Ich hole das dann immer so alle 20, 30 Stufen hole ich dann irgendwas ab. Eine Menge. Oh geil, dann habe ich ja bald voll. Weil ich glaube, zum Schluss kriegt man doch mal was richtig Geiles, ne? Ich glaube, ich habe ein bisschen viel gespielt die letzten Tage. Aber nach 100 kommt ja nichts mehr, ne? Happy Click. Oh, danke, kleine Draht, das ist lieb. Ja, endlich Game Capture Card. Endlich kann ich Switch-Spiele streamen. Und heute ist quasi die Jungfernfahrt hier. In diesem wundervollen Spiel. Aber morgen werde ich ein anderes Spiel spielen hier. Da werde ich Monkey Island spielen. Über Steam, aber ich muss noch mal gucken, ob ich das auch mit Controller spielen kann. Genau. Das ist der Eimer. Nanu, wer bist du denn? Ich hab was Schönes für dich. Ist er tot? Oh. Oh. Du Sau! Na, warte. Oh, scheiße. Hier ist so viel los. Okay, Island, das... Ja, genau, das Nagelneue, das spiele ich morgen. Ich werde es morgen anfangen. Je nachdem, wie süchtig machend das ist. Vielleicht können wir ja Freitag dann noch ein bisschen weiterspielen. Ich mache auf jeden Fall Freitag die Art-Challenge-Auflösung. Aber wenn es richtig, richtig gut... Oh, der Snap ist gut. Wenn es richtig gut ist, dann werde ich vielleicht noch das Spiel irgendwie mit reinklemmen. Ich werde eingeblausaut. Aber wie, ey? Das geht nicht, ne? Ja, der Sniper, der macht gerade echt Probleme. Oh, cool, ich habe irgendwas erwischt. Das ist gut. Ja, das Problem ist echt, die machen gerade, was sie wollen hier. Das ist nicht so gut. Oh, der Sniper geht mir auf den Sack. Roller, ne? Es ist schlimm. Es ist schlimm mit diesen Rollern. Ey, dieser Sniper! Das ist abartig! Kommst du nicht mehr raus? Du kommst hier nicht mehr raus. Ja, wir verorangen. Ja, manchmal sind die Matches halt so, das ist... Matches. So, der ist weg. Weggeömmelt worden. Das ist, wenn man so übermütig ist. Oh Mann, ich habe keine Titte mehr da. Ich werde so sterben. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben uns doch mal wacker am Ende durchgeschlagen. Schade. Oh mein Gott, da habe ich bald den Katalog voll und... Ja, die waren schlimm, oder? Die Sniper. Himmel, Herrgott. Das war krass. Ja. Hallöchen. CNY, wie spreche ich dich aus? Snee. Snei. Da muss auch mit den Kleckswummen her und nicht nur Schauf. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Ja. Irgendwas Schönes. Wollen wir Fernblaster nehmen? Kann sein, dass ich jetzt voll noch schlimmer mache, aber.
alles drin. Nice. Bazooka oder was gibt es da Feines? Aber echt mal in den zweiten Teil spielen. Oh, ja, mach mal, deiner Drache. Mach mal. Da gibt es echt eine Menge Waffentypen und auch Ultis. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also wenn du einmal anfängst, es ist böse. Es ist ein Spiel aus der Hölle. Wirklich. Wenn dein Geist schwach ist, dann wird das Platoon sowas von erwischen. Eiskalt. Ja, als das erste Mal vorgestellt wurde in einem Trailer, dachte ich so, hä, ein Shooter mit Farbe, das kann doch nichts werden. Dann habe ich das Spiel gewonnen in einem Gewinnspiel. Ja, dann musste ich es ja zwangsläufig spielen. Oh mein Gott, ich muss das spielen. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich fand es einfach nur so abartig geil. Das Prinzip mit Farbe hier rumzukleckern, das ist einfach zu gut. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Oh mein Gott! Du hast meinen Arsch gerettet! Oh, der geht mir auf den Sack. Dankeschön. Oh fuck. Glaube ich gerne, hat es mal angetastet, aber damals noch nicht so klar gekommen oder den Trial niemals ausgeschlossen. Gib der Sache eine Zeit. Also ich habe auch mindestens eine Woche gebraucht, um. Ja, um mich an die Gyrosteuerung, an die. Ja, doch spezielle Art und Weise zu steuern, zu gewöhnen. Aber wenn du das einmal verinnerlicht hast, Muskelgedächtnis, wenn du da nicht mehr drüber nachdenkst, was du bewegen musst, was du drücken musst, es ist einfach purer Spaß, wirklich. Es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Oh. Der kleine freche Pinseltyp. Der denkt wohl, was er kann hier machen, was er will. Yes! Ja, Bob habe ich auch, mein Kollege. Jetzt genau die Abbombe reingesprungen. Oh Mann, das tut mir so leid. I'm so sorry. Die mag ich nicht für ihn bestimmt. Aber spammen kann ich auch, weißt du? Können wir auch, ja. Druck machen. Wir wollen ja schließlich nicht nochmal verlieren. Sehr schön, Adi. Geil. Adi schnitzelt sie weg. Ja, den haben wir auch noch, aber ich glaube, es wurde nicht mehr in die KD mitgezählt. Besonders wenn ich zuletzt zwischen Grounded und Sea of Thieves, Medieval, Dynasty und Dismantle wechsle, jedes Mal umdenken. Ja, das glaube ich dir, das Emote. Ich mach mal da hinten weitere Kleckse. Ja, ja, ja. Nee. Du darfst nicht overextenden oder feeden. Also vor allen Dingen nicht mit der Waffe. Das ist eher so eine Backline-Waffe. Aber wenn man sich sicher mit einer Waffe fühlt, dann kann man auch schon gerne mal ein bisschen tiefer rein, ne? Nee, aber das geht mir auch so. Aber deswegen mag ich es auch nicht so, vor allen Dingen sehr komplexe Spiele, parallel zu spielen. Ich mag das immer gern, zum Beispiel so ein Spiel wie God of War oder Zelda oder Horizon. Das will ich dann erstmal komplett durchspielen und mich dann auf ein neues einlassen. Jetzt aber so 4, 5, 6 Spiele parallel spielen. Ne. Ich bin jetzt auch in einem Alter. Oh, ich habe Lust nochmal Trommelschwapper zu spielen. Ja. Nee, das ist nicht Trommelschwapper. Das ist der andere, der große. Da habe ich jetzt Bock. Scheiße, ich war zu langsam. Ich mag tiefer rein, ne? Das ist immer gut. Ja, wenn du die entsprechende Waffe hast, zum Beispiel ein Slayer bist oder Frontliner, dann musst du da vorne rein, ja? Aber wenn du eine Backline-Waffe hast, ist es meistens klüger,
dem Slayer vorne Raum zu geben, dass er sich bewegen kann und wegsnacken kann. Also, man glaubt nicht, wie viel Taktik das erfordert. Aber Splatoon ist wirklich ein Spiel, da braucht man schon auch ein bisschen Taktik. Gerade im Rangkampf dann, wenn man dann sowas wie Muschelchaos spielt, wo man zu anderen, wenn man die anderen Mates mit einbeziehen muss, zu denen rüberspringen muss und den richtigen Zeitpunkt auch wählen muss. Ja, da musst du auch mit der entsprechenden Waffe, die du spielst, deine Rolle erfüllen. Oh mein Gott, Zelda ist so großartig. Und jetzt kommt ja auch das endlich das Neue. 12. Mai. Oh. Tears of the Kingdom. Da freue ich mich schon drauf. Nicht wundern, wenn ich irgendwie Emotes schicke. Mir ist langweilig. Ach, ist kein Ding. Hab Spaß. Solange du Spaß hast, ist alles gut. Und alles rechtens ist natürlich, ne? Also. Deine Emote-Bilder sind cool. Jetzt gibt's erstmal Regen. Auf für Omme. Tubal klatscht aber auch weg hier. Zum Beispiel auch wieder so eine Backline-Waffe, aber ich guck mal, dass ich meinen Mates da so ein bisschen noch Raum und Space gebe. Ohne es zu übertreiben. Damien get detected. Den haben wir voll erwischt. Oh, Mann, die Waffe macht so viel Spaß, ey. Ich glaube, die werde ich beim Splatfest spielen. Ja, ich kann meine Mail zum Beispiel unterstützen, indem ich... Ah! Bitte! Indem ich so einen Detektor da auf die drauf ballere. Da sieht man zum Beispiel, wo die sind und... Ich habe ihn zweimal getroffen! Ich habe ihn zweimal getroffen, das stimmt nicht! Das ist Peer-to-Peer, meine Freunde. Ja? Das sind die Freuden von Peer-to-Peer. Der hätte eigentlich sterben müssen. Das waren zwei Direct-Hits. Ah, ist das toll! Vor allem, wenn du im Rangkampf bist, ey. Und da geht's wirklich um was. Es ist so toll. Dann so ein Mist dann erleben darfst. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Schon wieder! Schon wieder! Hier, ein bisschen Regen für euch. Ihr seid mir gerade ein bisschen zu übermütig. Nice. Muss ich noch ein bisschen an die Mechanik gewöhnt von der Waffe. Jede Waffe hat ja eine andere Mechanik, aber jetzt so Waffen, die machen echt unglaublich viel Spaß. Das ist Wahnsinn. Watschenmann, wundervoll, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hallo Freunde der verschwenderischen Färbung. Nee, nichts verschwenderisch. Wir machen die Welt bunter. Ja, Ati, ich hatte jetzt auch gerade, ich weiß nicht, wer das war, aber der hatte zwei Direct Hits und der ist nicht krepiert auf der Brücke. What? Aber naja, das sind halt die Freunde von 4-4, ne? Erfolgreiche Verwerbung, genau. Oh, ich behalte die Waffe. Aber ich werde mal, glaube ich, mir Hauptverbrauch oder was anderes gönnen hier. Bombe weit werfen und Hauptverbrauch, das ist gut. Guck mal, sieht auch voll schick aus. Der Knallschwapper ist das. Ich habe einen Knall, also darf ich den Knallschwapper spielen. Den Schwallknapper. Also wenn ihr auch eine Switch haben solltet und das Spiel eventuell vielleicht noch, dann joint gerne. Kommt gerne mit rein und kleckert mit uns ein paar lustige Runden und macht die Welt bunter. Oh, ich glaube, ich habe noch Nüsschen. Ich wollte mir gleich ein Bonbon holen oder sowas.
Ich mag beim Spielen immer irgendwas. Was Süßes essen, das ist schlimm. Hast du eine Vorliebe für Games mit Pinseln? Heute ist Splatoon, dann Monkey Island. Guybrush, ja. Ja, Pinsel sind toll. Und ich zeichne auch sehr gerne. Male mit Pinsel. Erst fleißig Artstream gehabt und dann. Dann so was hier. Immer Farbe, weißt du, das ist gut. Warte mal, guck mal. Mal gucken, ob die Physik funktioniert. Hier ist eine Brücke über mir. Wir gehen an den Rand. Okay. Hier ist eine Regenwolke. Viel Spaß. Oh. Oh, ich liebe diese Waffe. Muss auch ein bisschen einfärben hier, ein bisschen Objective. Oh. Oh! Wo kommt der denn jetzt her? Was Tinte? Fuck! Was glaubst du hier zu tun? Das könnte ich sein, ey. Das könnte ich mit Bogen sein, echt. Oh Mann. Tut mir leid! Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich hatte den Bogen vorhin, das war... Oh. Da kannst du mir gleich einen Löffel in die Hand geben. Na, da färbe ich genauso viel ein. Und töte. Ja, wobei, mit dem Löffel kann man schon... krasse Dinge leisten. Hier, ich habe ihn gemarkt. Oh, oh. Ah, diese Missiles. Das war bestimmt der Bogentyp. Herzlichen Glückwunsch, sie wurden gemarkt. Die Wand getroffen. Das Doofe ist, ich sehe ja nichts, ne? Vielleicht sollte ich doch mal hochgehen. Das ist, glaube ich, klug. Komm, wir machen mal kluge Dinge. Ich will zum Beispiel hochgehen. Highground ist immer OP. Das nutzen halt nur so wenig, ne? Muss ja auf diese Schneise hier aufpassen. Das sind immer gerne mal Gegner. Oh, schon wieder bis eins! Alter, wo kam der denn jetzt her? Man sieht die Prozentzahl gar nicht da unten wegen dem Bild. Sorry, es waren 52% für uns. Kiss of the Fox. Vielen lieben Dank für deinen zweimonatigen Resub. Mensch, das freut mich, dass du hier bleiben magst. Feierabend, hat der liebe Sven. Na dann, warte mal, ich gebe mal für dich einen Feierabend aus. Einen wunderschönen Start in den Feierabend, in den wohlverdienten Feierabend. Endlich Licht. Zeit für mich. Wir haben es auch geschafft, endlich das Spiel zum Laufen bekommen. Bis jetzt läuft es auch ganz gut. Ah, das ist so toll. Das ist so toll. Guck mal, Sven, das ist der Knallschwapper. Der funktioniert besonders bei Leuten gut, die einen Knall haben. Einen wunderschönen guten Abend. Vor 2 Monaten habe ich dich entdeckt und bin happy, hier zu sein. Auch wenn meine Arbeitszeiten es oft nicht erlauben, hier zu sein, freue ich mich umso mehr, wenn ich es schaffe. Oh, danke schön. Schön, dass du da bist. Auch dir einen schönen Feierabend. Wir haben jetzt Feierabendzeit, ne? Wie spät ist denn das? Kurz vor 6. Allen einen wundervollen Feierabend. Schön, dass ihr da seid. Dicht ist Pflicht, genau. Jetzt werde ich angerufen. Super. 6 Stunden Aufnahmen heute am Stück. Boah. Ich glaube, deine Stimme, die hast du heute genug gefordert. Aber ich fühle mich selbst auch total heiser, ey.
Seit um 11:30, um 12 bin ich am Sprechen. Jetzt langsam merke ich das echt. Dann wirst du das bestimmt auch krass merken bei dir, oder? Oh, schöne Stimme schon jetzt. Nur noch schreiben heute. So. Wie sieht's denn hier aus? Ah, eine Hydra. Oh, da muss ich aufpassen. Hydra hat Arschweite. Sag mal, warum habe ich hier ständig Missiles-Typen? Das ist so nervig. Ja, wir kriegen jetzt erstmal Regen. Oh, das ist ein... Achtung! Oh nein, es hat Tubal erwischt! Ich gucke, dass ich rächen werde. Guck mal, permanent kommen hier diese Missiles. Permanent! In einer Tour! Oh, oh. Jetzt kriege ich auf die Fresse. Ach, ja. Jetzt kommt der Staubsauger. Oh. Da gibt es einen kleinen Trick, wenn man da... Wenn man nicht in Squid-Form ist, dann kann man da ein bisschen besser überleben. Oh, da ist einer durchgekommen. Da ist einer durchgekommen. Da wäre einer durchgekommen. Das ist auch ein Job eines Backliners, dass er halt auch guckt. Aha. Da kommt keiner durch. Das dürfen die nicht. Not allowed. Und den Gegner ein bisschen Space wegnehmen. Ey, so viel getroffen, nichts passiert. Wo ist der? Wo ist der? Meine Tinte geht alle. Jetzt kriege ich gleich wieder Missiles. Mal groß Klecks in die Gegnermenge reingemacht. Ich habe vor über 4 Stunden Feierabend gemacht. Dann bist du ja schon tiefenentspannt jetzt, ne? Hat gereicht, vor allen Dingen viel Geschreie. Oh nein. Das, was besonders anstrengend ist und so richtig auf die Stimmbänder geht, ne? Marti, moin! Hallöchen! Können wir mal Fatih-Alarm zur Feier des Feierabends? Heute sind wir mal ein bisschen oder noch später dran. Das ist witzig. Um die Uhrzeit zu streamen hatte ich auch schon lange nicht mehr. Mal gucken, wann ich morgen Monkey Island anfange. Ich möchte ja auch, dass so viele wie möglich von euch das miterleben können und dürfen. Gucken wir mal. Ich habe jetzt Katalogstufe. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, die kann ich nicht nutzen, wenn... Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich habe jetzt alle Katalogstufen. Hoppla! Ich habe gar nicht gemerkt, dass es schon fast 18 Uhr ist. Es ist krass, ne? Es ist krass. Oder Weihnachten, dass schon wieder Weihnachten ist, Leute. Ist es nicht krass, dass wir bald schon wieder Halloween haben und man kann ja schon die Spekulatius kaufen. Das ist total verrückt. Ich habe so das Gefühl, jedes Jahr geht schneller rum. Sehr schön gemacht. Oh, oh. Wir werden alle weggesnackt hier. Komm, was ist Spawn weggesnackt? Ah,
mal gucken, vielleicht werde ich ja auch ein Teil vom Splatfest streamen. Oh oh. Also, es wurde ja schon gesagt, dass nicht mehr so ganz so viel passiert. Mit Lex. Ich habe die Bitrate ein bisschen höher gestellt. Von 4500. Wow! Von 4500 auf 6000 und es läuft stabil. Ich sterbe stabil. Ja, ist es so krass, oder? Gerade noch Weihnachten gehabt und schon ist schon wieder das nächste Weihnachten. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, dass bei dieser Waffe dieses Springen, besser springen noch irgendwie besser funktionieren würde. Ah, der Bombe! Scheiße, ich habe sie noch gesehen, konnte nicht ausweichen. 4005, wow, ist eine tolle Zahl. 4500. Also nicht 5, 500. Aber ich glaube, es lag an der, weil habt ihr denn noch irgendwie so Pixelmatsch oder so? Also wenn das so ganz ab und an mal da ist, dann würde ich das vielleicht noch verkraften können, ne? Aber es soll ja schon ein bisschen stabil laufen. Vor allem jetzt, wo du endlich einen NASA-Rechner hast. Da willst du auch, dass es vernünftig läuft. Ich gehe mal hoch. Ich glaube, von oben habe ich die... Ja, geil. Highground ist immer wichtig. Und die Ecken. Ich kann in die Ecken gehen. Oh, ich liebe es, in die Ecken zu gehen. Da kommt so der kleine Monk in mir durch, weißt du? So, oh, guck mal, da ist noch was gelb. Und gerade blau und gelb mit so starkem Kontrast. Hier, guck mal, was für dich. Oh, ich bin schon wieder fast gestorben von der scheiß Gurke, wollte ich schon sagen. Bombe. Julia, es ist keine Gurke, es ist eine Bombe. Mann, 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 was macht dieses Spiel mit mir? Ja, geil. Guck mal, alle tot, ey. Ja, die werden jetzt Schwierigkeiten haben, wieder hier rauszukommen. Ist das geil. Oh, die Armen. Das ist schon ein bisschen so stört. Die eigene Teamfarbe wird immer random zugeteilt. Genau, ja. Außer zum Splatfest. Zum Splatfest wählst du ein Team. Da wählst du dann ein Team von dreien. Das Splatfest jetzt am Wochenende zum Beispiel heißt, welches oder was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Was zu essen, Werkzeug oder Spaß? Und ich habe mir gedacht, was zu essen kann ich mir besorgen, wenn ich mit mir ein Werkzeug eine Angel gebaut habe oder sonst was für Fallen. Ne, oder also Bärenfallen, also Himbeerenfallen. Und, was soll ich jetzt noch sagen? Genau. Und Spaß? Hallo? Spaß hast du doch, wenn du Werkzeug hast und was zu essen. Himbeer! Genau. Und deswegen nehme ich Team Werkzeug, Team Gear. Und das ist auch noch lila. Essen ist, glaube ich, orange oder gelb. Und Spaß ist orange oder gelb. Nee, Spaß ist türkis. Genau. Ich werde nervös. Warum? Warum wirst du nervös? Diesmal war der Fight zwar sehr gut gewesen, zumindest vom Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. So. Warte mal, da ist ein Mapwechsel. 18 Uhr, ne? Oh, es ist ja gleich. Alle zwei Stunden ist immer ein Mapwechsel. Gibt's geile Maps. Ich hoffe, dass Störwurf mit dabei ist. Ich will ein bisschen snipern. Ich kann hier bei der Map irgendwie gerade nicht snipern. Ich weiß nicht warum. Oh, ich habe schon meine Ult voll. Oh. Jetzt haben die einen Sniper. Da trifft man einfach immer irgendwas. Fuck.
Ich muss weg. Ich hab nur Wurst im Auto. Ist mir gerade eingefallen. Oh, was machen die hier mit unserem Spawn? Der sieht aber nicht schön aus. Ich will das Türkis haben. Oh Scheiße, das habe ich nicht aufgepasst. Diesmal Bärenfallen oder Bärenfallen? Bären mit Doppel-E. Ja, weil die Himbeeren vor allen Dingen, die darfst du nicht unterschätzen. Die sind so, so schwer zu fangen. Erdbeeren gehen, die sind recht träge, aber die Himbeeren, boah. Wenn du ganz, ganz viel Glück hast, dann die Blaubeeren. Der Blaubeer im blauen Haus. Super. Super. Oh, ich muss niesen. Scheiße. Ich komme jetzt nicht auf den Mute-Knopf. Es tut mir so leid. Ah, Entschuldigung. Ah. Er hat die Hände voll. Guck mal, das... Da! Guck mal, wie die durch unsere Tinte läuft. Das durfte gar nicht möglich sein. Bis sie explodiert. Lesja, danke schön. Thank you. Wie die durch meine Tinte gelaufen ist. Lal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 a. Aber wir haben gewonnen. Ich mache ein Tänzchen durch deine Tinte. Alles Ende, aber der Heldenkleckser läuft weiter. Ja. Ja. Der hat noch geschossen, nachdem das Spiel vorbei war. Es ist irre. Er schießt bestimmt jetzt immer noch. So, jetzt nehme ich aber eine andere Waffe. Jetzt kann ich den nicht mehr sehen. Wobei, jetzt gleich Mapwechsel, ne? 56, eins können wir noch schaffen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf was Langsames. Jetzt nehme ich einen Sniper. Was wolltet ihr mal sehen? Können wir den Profi-Klexler nehmen? Oh nein, aber nicht mit dem Perk. Schnell schwimmen ist gut. Und Hauptverbrauch. Ja, ist schon okay. Möpswechsel. Ja, ich glaube, das schaffen wir sogar noch. Herrchen hat genießt. Du hast auch genießt? Das letzte Mal auf dieser scheiß Map, ich meine schönen Map. Ach guck mal, jetzt habe ich ein bisschen was Flotteres. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Reichweite. So, da haben wir auch ein bisschen eingefärbt. Oh, der will Ärger. Schade. Wurde wieder weggesnackt. Mein erstes Run! Ich hab mich dreimal getroffen. Er schubt mich und ich gab sofort. Ja, ist schon klar. Ich bin schon, ist schon klar. Alles klar. Oh oh. Sag mal, seid ihr mal fertig? Wie viel denn noch hier? Oh komm, der verdient, der verdient. Oh Scheiße, das ist der Abhauen runter, ey. Das ist mir jetzt so haarig. Oh, ich bin nicht mehr weggekommen. Ich würde irgendwie irre, wenn bei dem Spiel bin. Viel zu schnarchig für sowas. Man passt sich da gut an. Und wenn du eher so lieber in der Backline spielen willst, dann ist auch eine Sniper-Waffe zum Beispiel oder eine Splatling ganz nett. Aber wenn du Slayer spielen willst,
Halleluja. Das ist, nicht ohne. Oh, 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 oh. Ach, die haben ja auch einen Profi. Mal, einen haben wir schon mal gemarkt. Da, noch einen gemarkt. Leute. Da. Die warten da rechts. Wissen die, dass sie gemarkt wurden? Du entkommst uns nicht. Sehr schön, Tubal. Ey, der will nicht sterben. Das gibt's nicht. Oh, zum Glück ist gleich Mapswechsel. Irgendwas läuft hier aus dem Ruder. Da, guck mal, alle gemarkt. Aber wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Wir sind aufgeschmissen. Jetzt pullern die schon wieder hier mit ihrer Scheißkrabbe das schöne Blau weg. Mann. Guck mal, ich starte jetzt mal so einen Geheimangriff. Scheiße, wieso stirbt er nicht? Ich hab da alles drauf geümmelt, was in meinem Tank war. Und er stirbt. Zum Glück ist jetzt Lobbywechsel auch. Ich glaube, das war knapp. Nee, das war jetzt absolut unausgeglichen. Vom Feinsten. Ach, das macht nichts. Kleiner Drache, man kann sowieso nicht jede Runde gewinnen. Das ist ganz normal. Das muss man mit Fassung nehmen. Aber manchmal ist es ein bisschen ungerecht, weil... Oh, guck mal, 04. Die Doppelkrabbe, ja. Das war wirklich sehr nervig. Aber jetzt ist zum Glück Wechsel. Oh. Ja, oder wenn man zugespammt wird mit dem Missiles, das ist auch immer so... ja. Brauche ich das? Nein. Okay, ich mache mal einen neuen Raum auf. Neues Abzeichen erhalten. Hä? Für was war denn das jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach, mal später, Ati. Ja, wobei, nee, du hast recht. Du hast recht. Ich hole die doch schnell ab, weil die könnte ich ja jetzt dingsen. Scheiße. Die könnte ich leveln. Du hast recht. Dann machen wir das jetzt mal. Dann holen wir jetzt gemeinsam die Belohnung ab. Das gibt so eine Menge. Allein schon hier die... Oh, 6 Stück. Pass mal auf. Das ist geil jetzt. Oh, geil. Coupon. Da, ich leg's zu den anderen 1000 Stück. Mhm. Ödland Squid Squad Fan. Mhm. Okay. Super. Noch ein Getränke-Coupon. Ich krieg nur Coupons. Tubal! Ich mach gleich Raum auf wieder, Arti und Tubal. Ich wollte nur die Belohnung schnell abholen. Dankeschön. Ich liebe euch. Vielen lieben Dank. Und auch noch 9 Monate. Ich hoffe, dem Gummihuhnküken wird's gut gehen. Yeah! 3 Effekte! Wow! Das ist ja der irre Wahnsinn hier. Was? Nein! Was ist das für eine Scheiße? Entschuldigung. Aber das war nicht gut. Das war keine gute Auslese, was ich da gerade bekommen habe. Aber ich bin eigentlich glücklich. Ich habe Wild, Komikerin und Manga-Zeichnerin bekommen. Ja, also was immer da noch kommt, das ist mir wurscht. Ich habe mal 10 Fragmente von jedem... Darauf warte ich, ey. Arti, genau. Ich habe so viele schon gesehen im Screenshot, die das bekommen haben. Ich krieg nur Kacke. Also zumindest in den Kapseln. Brutzelnder Herausforderer. Oh, der Bänder ist schön. Eine Übox. Ich habe die Mini-Mitz-Richter. Das ist cool.
Nee, mach Feierabend, was mein Bett, damit ich um 5 wieder. Oh, tu mal, du Arme. Dann danke schön fürs Spielen. Und. Ein Katalog insgesamt 2. Verdiene dir im Kampf oder durch. Wie insgesamt 2? Es geht noch weiter? Hä? Jedenfalls wünsche ich dir einen schönen Feierabend, Tubal. Ich mache noch einen neuen Raum auf. Also wer gern joinen möchte und sich die 2 neuen Maps angucken möchte, kann das ja gut tun. Das Jo hat man nicht gehört, ne? Warte mal. Ich mach das nochmal. Nee. Wo war's denn? Ja. Ja. Aber es müsste eigentlich müsste das in meiner Liste drin sein. Ich weiß noch nicht, als was. Sengluft. Oh Gott, das kommt auch jedes Mal. Mai, Mai. Ah, das Spiel mag mich nicht. Warte mal, ich muss nur kurz Map wechseln. Waffe wechseln. Also bei Mai, Mai brauche ich meinen Schwabber. meine Waschmaschine. Waschmaschinen leben länger ins Platoon. Oh, und ein Emote habe ich ja auch neues. Komm, das ist geil. Das ist geil. So, okay. Wir können starten. Dankeschön. Ja, bis bald. Sehr gern wieder. Aber dafür Freitag 13 Uhr Feierabend nach Hause schlafen und dann 2 Uhr zum Plättfest los. Oh Gott. Also ich glaube, ich werde das Plättfest noch nicht um 2 Uhr morgens starten, aber ich werde vielleicht schon 7 oder 8 Uhr aufstehen und das dann... Yeah! werde ich dann spielen. Weil um 2 Uhr morgens, ey, da kann ich kann nicht mit solchen Glüschen dann so... Das ist nicht gebacken. Oh, ich mag ja kein Mai Mai, ne, aber oh mein Gott, warum ist jetzt ausgerechnet die 2 Maps kommen? Ich freue mich schon, wenn bald die wenn neue Maps kommen. Neue geile Maps. Oh, ich wäre ja fast da reingeömmelt worden, ey. Oh, ich liebe die Waschmaschine. Ich mag das Geräusch. Oh, oh ich. Jetzt wäre fast da reingefallen, ey. So, noch was hinterher. Wo machen wir die hin? Ich sehe gar nicht. Wo kommen die denn? Oh, ich mach's irgendwo hin. Sven, die gegnerische Tinte, davon stirbst du nicht sofort, aber die macht ein bisschen Schaden, wenn du da drin rumstehst. Warte mal, ich kann das mal demonstrieren. Oh. Und natürlich, wenn man von den Gegnern getroffen wird, dann nimmt man auch Schaden. Bestimmte Waffentypen machen unterschiedlich viel Schaden. Also nicht jede Waffe macht gleich viel Schaden. Ja, da muss man echt aufpassen. Aber da gibt es dann auch so Perks wie Ink Resistance zum Beispiel. Oh! Nix da, mein Freund! Genau, also mal, wenn ich jetzt hier so durchlaufe, dann. das ist Wahnsinn! Fum, fum, fum. Ey, ich zeig hier was! Ach Mann, ey. Ja. Ich liebe diese Map. Habe ich das schon gesagt? Oh. Oh. Oh, danke. Danke, Arti. Du hast mir den Squid-Hintern gerettet. Genau, also die gegnerische Tinte macht definitiv Schaden. Aber mehr Schaden machen wirklich die Waffen. Ah, Trade! Ach, sie ist so schlimm. Für dich sterbe ich gerne. Also, das ist ja nun. Ja. Und hier in dem Modus geht es ja auch um nichts. Wäre das jetzt Ranked da? Oh Gott. Das wäre was anderes. Oh, geil! Wer
immer den auch erledigt hat, das war nice. Nixer, das ist der Power of Waschmaschinen. Oh, die Sonne. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Es wird Zeit, bevor ich bekomme Gicht. Hallo, Nüsse Bincho, hallo Bincho. Oh, wir haben ja gewonnen. Wump. Wie mich die Trizooka am Ende abrasiert hat, ey. The Power of the Waschmaschine, genau. Ich liebe die Waschmaschine. Die Waschmaschine und die Gallen, 52 Gallen, die haben mich durch den Rangkampf spazieren getragen quasi. Ich habe nichts gemacht. Denk nicht im Auge, Benjo. Schade, jetzt kann ich gerne Zoom machen. Oder warte mal. Je. Jetzt hat sich's eh erledigt. Jetzt hat sich's eh erledigt. Aber es gibt verschiedene Waffentypen. Es gibt zum Beispiel Slosher, also so Eimer. Dann gibt es dann auch, unter den Eimern gibt es unterschiedliche Sorten. Dann gibt es Sniperwaffen, Schnellfeuerwaffen, Blaster, Splatlings, die quasi Gatlings nachempfunden sind. Oh. Roller gibt es. Und alle haben was mit Farbe zu tun. Das ist halt so schön. Es sieht zwar sehr, sehr stressig aus, macht super viel Spaß. Super viel Spaß, finde ich. Oh, was ist mit dir los? Mäuschen. Oh, ich nehme gleich Sniper. Ich glaube, hier könnte ich ein bisschen elitern. Das mache ich dann gleich mal. Da ist jemand gestorben. Ich weiß nicht wer. Kamehame! Wo haben wir das jetzt hin? Ha! Es war zumindest ein Trade. Sass. Die sind sass unterwegs. Immer. Sneaky little burps. The power of the Waschmaschine! Oh Gott, ich liebe diese Waffe. Die habe ich schon in Splatoon 2 schon so gerne gespielt. In meinem Spind habe ich auch die Waschmaschine gestellt. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Du siehst mich nicht. Das Tolle ist, man kann ja halt auch durch die eigene Tinte nur schwimmen. Aber dann bist du unsichtbar, wenn du das vernünftig anstellst. So hier zum Beispiel, wenn du so schwimmst. Aber da gibt es ja dann auch Perks, wo man komplett unsichtbar mit ist. Und das ist halt so das Schöne an Splatoon. Statt einfach nur so rumzulaufen, kann man halt auch in der Tinte versteckt quasi agieren. Und das ist schon was ganz Besonderes. Das macht auch diesen Spielspaß total krass aus. Das ist die Power of the Waschmaschine! Das ist die Power of the Waschmaschine! Siehst du, du gehst einfach nur hinterher, machst bim, 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 bim. Oh, ich liebe es. Und dieses Geräusch, wenn die dann so zerplatzen. Oh. Das ist genau das Richtige, was du brauchst nach einem anstrengenden Tag. Nice. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wenn Games gutes Movement haben, ist das für mich auch immer ein großer, riesiger Pluspunkt. So ist es. Und das ist einfach Wahnsinn in diesem Spiel. Ich mag das auch nicht, wenn man einfach nur so rumlatscht und so piu, piu. Piu, piu. Sondern wenn da so ein paar Besonderheiten drin sind. Und dieses durch die Tinte schwimmen, also dass man quasi einmal in schwimmender Form agieren kann und dann in menschlicher Form, das ist so geil. Das macht richtig viel Spaß.
Wie hier zum Beispiel. Da gibt es auch, jetzt im Splatoon 3 hat man auch die Möglichkeit, sowas zu machen. Also so ganz schnell die Richtung zu ändern. Das konntest du im zweiten Teil nicht. Und man ist in diesem Moment dann auch kurz noch unverwundbar. Aber ich nutze das halt viel zu selten. Manchmal passiert mir das aus Versehen. Da denke ich so, was hab ich jetzt gemacht? Die Squid Roll. Oh, und dann gibt es noch das an der Wand. Moment, das kann ich auch mal zeigen. Hier, das. Da kannst du dann deinen Gegner schön erschrecken tun. Das hat gelbe Hosen. Sorry. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Inkontinenz, aber pssst. Für einen PC. Ah, du musst das doch mit Bewegungssteuerung spielen, nicht mit Sticks oder so. Ja gut, mit Maus, das wäre schon cool, ja. Hast du denn eine Switch? Wenn man eine Switch hat, ist das schon quasi ein Pflichtkauf. Nee, danke, haben wir. What? Und dann holst du dir kein Splatoon? Was ist denn da nicht in Ordnung? Oh oh, oh oh. Was ist denn hier los? Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Oh, 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 oh. Ich, Oh. Sag mal, wie viele Rays haben die denn? Oh, 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 oh. Ach, ihr habt Splatoon 2? Aber Splatoon 3 ist viel geiler. Aber du hast es auch ein bisschen gespielt, oder? Manchen Dingen muss man ja ein bisschen Zeit geben, also... Oh Gott, ey. Was machen die mit uns hier? Wir haben überhaupt gar keinen Map-Control hier. Die verstecken sich alle dahinter. So, der ist schon mal weg. Nein, ich schaff's nicht! Loki! Loki Smart, danke schön für dein 18 Monate. Jetzt darfst du in den Raum hinter dem roten Vorhang. Ja. Dankeschön für deinen Resub. Viel Spaß weiter mit den Emotes. Oh! Ah! Ah! Was ist das denn für eine Lobby? Leute. Ich wollte einen gemütlichen Feierabendspritzen machen. Dann sowas. Den Raum mit den roten Vorhang, ja, das darfst du jetzt. Ja, I hate my life. Ja, ihr seid mir alle viel zu böse. Hab ich nicht, was ist da denn? Was ist hier los? Ati, bist du damit einverstanden, wenn ich nach dieser Runde mal kurz die Lobby wechsle, also hier rausgehe? Das ist, guck dich das an! das ist doch nicht mehr normal. Sag mal, das spielt sich gerade wie 2 gegen 4. Ohne Kack jetzt. Ja, erwischt! Los, raus! Das gewinnt man doch! Übermut tut selten gut, meine lieben Freunde. So, jetzt gibt's noch eine schöne Bombe aufs Haus. Oh mein Gott. Ati, ich gehe mal kurz hier raus. Also du kannst mir gerne wieder nachjoinen, aber in dieser Lobby möchte ich nicht bleiben. Ich will noch ein bisschen Spaß haben heute. Ja, das ist manchmal, wenn du halt so eine größere Gruppe hast, Zweier-, Dreier-Team, die da schon sehr, ja, affin sind, sag ich mal. Die hatten 3 Eulboje, genau. Oder dieser Ult-Spam, das ist ganz schrecklich. Boah, schnell raus hier. Also ich gehe auf Beenden und mache eine neue Lobby auf. Warte, da tue ich mich nicht mehr an, doch. Ich bin jetzt in einem Alter, da kannst du das nicht mehr handeln. So. Mit Freunden. Ja. Ich hab doch Tierchen. Prost! Prost! Bin du ganz gespannt auf Monkey Island morgen? Kann man da Schwierigkeitsgrade einstellen?
Ich frage für einen Freund. Ich glaube, ich würde dann erstmal einen einfachen einstellen, wenn ich online bin. Wenn ich privat unterwegs bin, dann nehme ich immer das härteste Nightmare-Modus und so. Aber. Aber, oh, ich muss ja nochmal A drücken. Aber im Stream, ne, wenn ich dann so ein bisschen nervös bin, dann ist das immer ein bisschen was anderes. Ach, Doppeldeckervögelchen. Ihr zwei. Da fühlen sie sich wohl. Oh, schön, Peer-to-Peer. Peer-to-Peer sei Dank. Nochmal. Nochmal. Es ist toll, ne? Ich wollte mir noch ein Bonbon holen. Toll. Wer hat denn das toll gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Wo habe ich denn? Das ist gar nicht mehr da. Ist das irgendwie weg? Ich hatte da noch was eingestellt. Are you sure about that? Ja. So, jetzt bitte keine Freaks. Jetzt möchte ich vernünftige Leute haben. Als Gegner. Keine Terminators mit Farbe, bitte. Oh, 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 oh. Nein, Hydra. Ich bin tot. Die Hydra mit ihrer ekelhaften Range, das ist Wahnsinn. Nee, das ist ein anderes Ultoll. Aber das Toll, oder war das Ultoll? Das hat sich bei mir ganz anders angehört in Kopfhörern. Warte mal, wo ist denn das? Hakuna Matata. Ui, toll. Das klingt ein bisschen anders. Als das, was Arti ausgelöst hat. Blattling, diese Hydra. Ja, wir haben sie. Ich sieht alle tot! Ich bleib mal lieber hier unten. Oh, man sieht's gar nicht! Scheiße! Ich hab das noch gar nicht eingebaut! Samba! Man hört's nur! Ich dachte gerade, was ist das denn? Sorry, so weit war ich noch nicht. Ich bin ja doch erstmal auf dem provisorischen Overlay hier. Oh Mann. Die Kanalpunkte, Leute, die Kanalpunkte funktionieren noch nicht alle. Also da habe ich noch nicht alle Videos eingebunden. Die Öllerts, ja, die waren mir erstmal wichtiger. Ich konnte ja nicht warten. Weißt du, konnte ja nicht warten. Deswegen seid mir nicht böse. Ich habe gehört, da gibt es ein fette Party. Oh nein. Oh nein. Dinge passieren. Moment, ich guck gleich. Bitte, jetzt kommt Besuch. Diese Hydra da. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Ging das denn jetzt wenigstens? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, der ist weg. Das ist schon mal geil. Du hast mit den Falschen angelegt. Kleiner Rambo. Ich habe Waschmaschinenpower. Oh, was macht ihr denn da? Oh mein Gott. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das Hammer. Sehr schön. Der Lobby können wir bleiben. So, jetzt kann ich gucken.
Telebi, vielen lieben Dank für dein Raid. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Oh, ihr habt gejust chatted. Pizza Flip, hallöchen. Nee, Philipp, nicht Flip. Oh mein Gott. Moin, moin. Oh, sorry, ich bin schon ein bisschen... ich bin schon ein bisschen heiser. Es ist so ungewohnt von... Warte mal, seit wann habe ich heute gestreamt? 11:30? Gibt es noch einen Huhn? Ein Watt? Gibt es noch einen Huhn? Möchtest du noch ein Hühnchen haben oder was? Ich habe... Ach, nie einen Huhn. Ja, aber... Wie, das sieht man... Das hätte man eigentlich nicht sehen dürfen. Ich habe noch einen Huhn, aber... Nee, Quatsch. Nee. Es gibt nur das. Was erzähle ich denn für Käse? Die Kanalpunkte, Videos, die muss ich tatsächlich erst noch einstellen. Wann bekomme ich endlich die Arti-Karte? Oh. Ach, die Karte. Was ist denn eigentlich mit der Karte? Ich glaube, ich habe auch irgendeine Karte bekommen. Die kriegst du bestimmt bald. Spät zum Splatfest hast du sie. Ah, die Map ist geiler. Oh, ich wollte eigentlich snipern, ne? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Es fällt Schnee bis in die Niederungen. Örtlich besteht Glatteis. Guck mal, das geht. Das ist wichtig. So, jetzt geht's aufs Maul, Paul. Roma, mal das Ding jetzt hin. Ja, da in der Mitte. Da sind viele Weiße gestorben. Gelbe. Weiße. Da steht mich da oben. Was? Was ist denn das hier schon wieder? Ich will meinen Anwalt sprechen. So. Mein Nintendo-Anwalt. Eieieiei. Am Arsch. Trau mich hier gar nicht runter, ey. Das ist alles so. Oh Gott, warum habe ich das gedacht? Oh mein Gott, ich werde so sterben. Hier ist alles gelb. Nee, sterb nicht, ist schon klar. Ihr stirbt nicht. Ich glaube, das leckt gerade wie blöd hier. Es ist egal, wo ich hingehe, es ist einfach alles gelb. Alles vollgestrullert. Koch dir mal einen Gulasch. Lecker. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Sind wir gerade hier in der Unterzahl oder so ein Mist? Kannst du gar nicht aufs Feld gehen. Also dieser Profi-Kleckser-Typ da, der ist mir nicht ganz koscher. Meine schöne Ult, ich wollte die nochmal rausödeln. Das habe ich das nicht mehr geschafft. Oh Gott. Ich wechsle jetzt mal die Waffe. Oh nein. Das hätte ich aber nicht gedacht, dass es doch so knapp war. Sag mal, ihr zwei, was macht ihr denn hier? Komm her, Mäuschen. Komm her. Meine süße kleine Nackt. Meine kleine Nacktsuhl. Na, du musst bestimmt mal wieder, ne? Puppi! Äh.
ist es raus, endlich, gell? Irgendwas mit Hauptverbrauch. Ich hasse den Bug, wo einer von der Kante fällt und sich dann wieder raus. Meins hat jetzt auch geleckt, das Match. Also, zwei, drei Treffer in Direct mit meiner Waschmaschine, die hätten tot sein müssen. Nichts ist passiert. Tausendmal getroffen, tausendmal ist nichts abgesoffen. Du hast die Arti-Karte! Yes! Yes! Gratuliere! Die Karten bekommst du bei Waffenstilstufe 1 und damit kannst du dir die Waffen kaufen. Ah! Ah! Stimmt, mir fehlen, glaube ich, auch nur noch 3-4 Waffen, dann habe ich alle. Tausendmal gekleckst und immer noch nichts umgefärbt. Oh nein, jetzt habe ich den Elite und jetzt kommt diese Map, ey. Das Spiel hasst mich, glaube ich. Ach, egal. Egal. Wir machen jetzt das Beste draus. Schade. Ah, nein! Nein! Mami! Mann, ich bin Bensibel. Bensibel. Ich bin Bensibel. Ich komme in Frieden. Sobald du in der gegnerischen Tinte stehst, kommst du halt auch nicht mehr vom Fleck, ne? Das ist diese Schwierigkeit. Hat mich jetzt echt eine Gurke getötet? Mich hat eine Gurke getötet? Ah, man kann nicht noch tiefer sinken, weißt du? Ich hasse diese Map so sehr. Die im Rangkampf, ne? Das ist... Oh Gott, im Himmel. Ich komme da gar nicht mehr hin, ey. Ich glaube, Arti, es wird wieder Zeit, die Map, die Lobby zu wechseln. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Was sind das für Freaks hier? Oder sind das andere? Gurke! Das war meine Rache! Scheiße! Dann guck mal zurück, genau, haben wir ja jetzt. Mir geht's jetzt auch schon viel besser. Ah, da ist die Gurke wieder. Die Gurke ist schon wieder da. Oh, was? Oh. Also liebe ich am Slimebad. Oh, aber ich glaube, wir haben verliert. Das ist auch Mensch, schade. Aber mir geht's besser. Ab in den Rache mit dem Wurmmittel in die Katz. Oh, was ist das denn für ein buntes Durcheinander, ey? Oh nein, schade. Das war Winnebill. Guck mal, der Vogel ist schon wieder. Oh, Mäuschen. Oh, Süße. Du und dein Kragen. Da ist immer so schön warm. Ich habe ein Faible für Serk. Ja, auf jeden Fall. Gehört auch mit auf meiner Liste. Ach, schade. Warte mal, Tubal. Ach so. Es
gar nicht mal so aktuell, ne? Genau, kleiner Drache. So sieht's aus. Oh, jetzt ist die Gurke bei uns. Sag Gurke, jetzt wird hier... Aua, ne? Keine Überlebenden. Das Ding färbt auch erstaunlich gut ein, muss ich sagen. Oh Mann, ey. Oh fuck. Hui. Wie schnell du tot bist, ey. Das ist der Irre. Dieser Bösewicht! Da ist doch keiner. Wieso schießt der da hin? Achso, da war einer. Oh oh! Da haut er ab, weißt du? Da haut er wieder ab! Dankeschön. Oh, schade, ich war nicht aufgeladen. Versucht es immer wieder da durchzukommen und Ärger zu machen. Oh nein, warum kommt jetzt hier der Regen lang? Ey, was ist das? Ey? Ich hätte jetzt gern mal die andere Map, weil die ist echt zum Snipen und so. Oh, schade. 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 Scheibenkleister, ich sag's dir doch. Aber das sieht gut aus. Oder? Oh nein. Aber ich möchte jetzt bitte, bitte, bitte die andere Map, weil die Map ist mit der Waffe... Oh. Nee, 42,6. Oh, Mann. Wir nehmen das mit Fassung, ja. Jeder Sieg ist euch. Jede Niederlage ist auch ein Sieg. Ja, ein Sieg an die Erfahrung, an die Zeit, die vergangen ist, die wir totgeschlagen haben. Das war sehr, sehr knapp. Ja. So, und jetzt hoffe ich, dass ich bitte eine andere mitbekomme. Ich will die nicht mehr. Ich will die nicht mehr. Mai ist echt. Fruit Diver. Bebebe. Bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Senkluft, 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 Senkluft. Dankeschön. Oh. Geil. Ja, endlich. Endlich eine vernünftige Map, ey. Die andere braucht kein Mensch.
Da ist doch irgendwas da unten. Ich konnte nichts mehr für dich tun. Ja, gerade so noch, ey. Sag mal, was macht ihr da? Ach so, Sui. So, wir haben die Lead. Links ist einer. Links ist so ein kleiner Nervzwerg. Ich glaube, ich muss danach wechseln. Ja! Weggeschnitzelt! Das wird auch der Seegurke zu brenzlig. Kommt schon wieder der Regen hierher. Bisschen umfärben. Den wollte mir das Spiel nicht gönnen. Da war vorbei. Oh Mann, ey. Ich hab schon wieder Sonnentattoo hier. Warte, Moment. Oh. Dang it! Yeah! We did it! Aber ich glaube, ich muss mal die Waffe wechseln. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu... 1%, ja! Oder wenn das immer auf 0,1% ist, ne? Das ist auch immer sehr... interessant. Wie, jetzt fange ich wieder bei 1 an? Glaube ich nicht, Tim. Aber ich krieg dafür nichts, oder? Mit dem Katalog, Ding ins Kirchenbumsen. Oh, ich glaube, wir nehmen mal das. Aber, da brauche ich schnell schwimmen. Oh nein, schnell, ich brauche schnell schwimmen. Hauptverbrauch, das und... Ja. Scheiße! Jetzt habe ich den falschen Pulli an! Ah, egal. Sieht aber sehr schön aus. Da, guck mal. Sieht sehr schön gemalt aus, finde ich, ja. Ist mir richtig Mühe gegeben. Nina, Hallöchen! Nina mit langen A! Diese Tritonhöhle. Ja, genau, die bekomme ich. Aber ich glaube, das ist der einzige Vorteil, ne? Ich glaube, man bekommt farbige Hosen, wenn man Katalogschiffhunde erreicht. What? Farbige Hosen? Dann habe ich alles erreicht in meinem Leben, was ich erreichen wollte. So. Ja, meine Lieben, wir nehmen jetzt mal die Dolis. Bitte was Flotteres, ne? Bei dem anderen komme ich mir vor wie so ein lahme Oma. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss weg.
Das ist mir jetzt zu... zu lila. Oh Mann, wieso hat denn das Waffenkit auch nur dieses blöde Ding? Das gefällt mir nicht. Ah ja, dafür hat es Bomben. Schöne Bomben. Oh oh, Tentale. Oh oh. Eure Herrlichkeit hat gefurzt. Ah! Oh, fuck. Sasali! Oh, sorry. Meine Stimme ist schon total weg. Guten Abend. 2 Monate bist du schon dabei. Das freut mich. Dankeschön. Der 2. Monat ist der beste und der wichtigste. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Und ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir müssen danach mal die Lobby wechseln. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich weiß es nicht. Die haben mir zu nervige Sachen hier. Das ist ja furchtbar. Was ist das hier? Scheiße, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Was ist denn jetzt passiert? Ach, der ist von meiner Ulta. Geil. Oh mein Gott, das ist cool. Oh, die Tinte, ey. Das mit der Tinte, ne? Das ist echt ein Problem. Oh, wen haben wir denn da? Nein! Ich hab's nicht. Dankeschön! Der war so weak, ey. Lohnt es sich zu springen? Ich habe ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt springe und sterbe... Nee, ich mach's nicht. Das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Da ist ein Bömmchen! Oh, oh. Ja, dafür sind die Waffen halt. Dafür ist die Waffe. Aber das sieht gut aus. Das haben wir gewonnen und das zählt. Xernox! Nachmittags ist gut. Das gefällt mir. Kurz vor 7. Ja, ich bin abends online, weil ich meine neue Game Capture Card einweihen wollte mit euch heute hier. Danke. Der kann nur toll werden. Ach Mensch, das freut mich. Wir werden morgen, ihr Lieben, jetzt wo ich so ein paar wundervolle mehr Menschen hier habe, kann ich das nochmal verkünden. Wir werden morgen hier auf diesem Kanal ein wunderbares Spiel beginnen zu spielen. Und zwar ist es Trommelwirbel. Oh mein Gott, wie weit ist denn mein Go? Oh, das war der falsche Knopf. Monkey Island! Genau, wir werden Monkey Island... wir werden Monkey Island hier zocken. Genau, was Piratiges. Oh, da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon. Joscha. Der Joscha. Ich kann mich selbst zensieren. Den lieben langen. Ja. Jetzt geht's ready to jungle. Genau. Ich weiß noch nicht, wann ich morgen anfange. Wahrscheinlich nachmittags. Späten Nachmittag, frühen Abend. Damit wir hier schön den Abend zusammen verbringen können. Xernox! Ich danke dir. Vielen lieben Dank. 7 Monate. Möge dir die Glücks-Resub-Zahl ganz viel Glück bringen. Dankeschön. So. Genau, morgen Abend gibt's auch die Chance für Menschen, die so sonst nicht so gut können, morgens und vormittags wunderbare Stunden mit mir zu erleben und zu feiern. Das war toll. Ja. Der ist ja schon tot. Oh, die Tinte, das ist echt ein Problem. Also, nee. Immer ist die Tinte alle. Ist wichtig. Die Tinte ist schon wieder alle. Eine Bombe geworfen. Und die Tinte ist alle.
alle. What the fuck? Jetzt habe ich dich, du Bösewicht. Oh, das Gummihuhn, das passt gerade so schön zu der Farbe hier. Oh, ich riech Essen. Jemand kocht im Hause. Was ist denn das für ein geiler Banause? Oh, ich habe ja gar nicht die Kugel. Jetzt wollte ich die Kugel schon machen, ey. Ich bin so fertig, ey. Ich bin so durch. Dein Kackgelb kannst du behalten, weißt du? Ja, das schöne Petrolblau ist viel geiler, Junge. Oh, da ist da was. Da ist da was hier. Wo ist er? Oh, oh. Oh, oh. Komm, töte ihn, dankeschön. Blumenkohl. Rosenkohl. Es riecht nach Rosenkohl. Geiler Rosenkohl. Ich bin Rosenkohl-Fan. Ich mag Rosenkohl, seitdem ich... Ja, schon immer. Seitdem ich schon immer... Sehr schön. Wichser! Du erwischst mich nicht. Nicht heute. Oh, Sole Neo. Rosenkohl-Song? Nee. Muss mal den Ohrring entfernen. Das tut gerade weh. Ey, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, Arti! Wir haben gewonnen! Geil. Last CST, okay. Ich muss mal gucken, wie das Video heißt. Ja, sehr gerne rein damit. Ja, wenn das nicht mal... Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja. Geil! So, jetzt kann ich endlich das T-Shirt wechseln, weil ich wollte nämlich nicht schnell laufen haben. So, jetzt weiß ich, warum mir die Tinte immer so schnell ausgegangen ist. Ich hatte keine Perks, Baby. Ohne Perks geht das nicht. Du brauchst schon anständige Perks, wenn du bestimmte Waffen spielst. Oh, das sieht doch nett aus. Hier, guck mal, aber die Dings sind ein bisschen bäh aus. Ja, das ist auch geil. Du bist meine Sonneblumen. Du bist auch meine Sonneblumen. Oh, da hast du die kochende Katze. Yo, die habe ich mir angeguckt. Die ist wirklich großartig. Sehr, sehr schön. Tolle Ideen. Ich muss mal gucken, wie das Video heißt. Ja, das habe ich schon. Wir haben gewonnen. Ich hoffe, wir gewonnen auch das Splatfest am Wochenende. Müssen mal gucken, wann Tini Zeit hat. Und Melli. Also ich habe mich schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Das Einzige, was wahrscheinlich Probleme machen wird, wird der Rücken sein. Aber ich werde dazwischen, glaube ich, immer mal so 2 Minuten, nee, mal so eine halbe Stunde, eine Stunde, werde ich mal so ein bisschen so Rückenübung machen, so ein Quatsch, ne? Weil wenn du so ein gewisses Alter erreicht hast, dann, ja. Dann ist so langes Sitzen halt echt, oh. Weißt du, als ich 20 war, war das alles so Oh, das fühlt sich schon ganz anders an, wenn ich vernünftige Tinte nutzen kann. Es ist geil. Oh, es riecht so geil nach Essen. Es fällt mir gerade echt schwer, mich zu konzentrieren. Was ist mit dem los? Schade, dass dieses Waffenkit so eine blöde Ulti hat. Eine recht lahme. Naja, egal. Mann, das Beste draus, ne? Irgendwas Aggressiveres wäre mir lieber. Das ist ja dann doch etwas defensiv. Wo sind denn alle hin? Da sind jetzt alle zu Tisch oder was? Hallo? Ich bin ganz alleine hier. Schnuff. Oh, oh. Oh, der traut sich aber weit vor, der Kleine. Der ist aber auch mutig. Ah! Boah, das war geil, oder? Das war voll Ninja. Das war voll Ninjas. Ninja-Move. Oh
Mann. Da wird man gleich wieder so abgestraft, weißt du? Mit so, so einem Kack da. Der war so weak. No. Der war so weak. Ey, ich fass es nicht. Weil ich bin doof oder was? Warte, ich spiele erst zum ersten Mal hier. Ja. Große Klappe, bis ich dann wieder so, so einen schönen Tod erlebe. Oh, der hat einen Blaster, da muss ich vorsichtig sein. Blaster sind. Nimm zwei. Ach klar, ich nehme auch gern zwei. Aber natürlich, nehme auch drei. Warum nicht? Wenn's läuft. Oh mein Gott! Ja, das war Bombenalarm, du. Mit Bomben scheißen könnte, war das die krasseste Bombe aller Zeiten, wirklich. Oh mein Gott. Das war schön. Schönes Match, danke. Das war gut. Der Rosenkohl-Song. Okay, ich mach mir den mal auf, aber ich kann mir den erst später anhören, ne? Sachsen-Song, oh geil. Ich glaube, den kenne ich sogar. Den kenne ich! Den kenne ich! Sasali! Der ist gut. Den kenne ich tatsächlich, ja. Der ist großartig. Aber wer ihn nicht kennt, klickt ruhig mal drauf und hört euch den an. Der ist so, so gut. Also was ich mir wirklich wünsche, wäre ein Kit. Wäre ein Kit mit dieser Waffe. Nee, Quatsch. Die Bombe, die Splat-Bomb. Mit Kleckse. Die gibt's nämlich noch nicht. Kleckse hat nur Haftbombe und Haftbombe ist einfach mir zu lame. Das ist einfach, kannst du durchschwimmen und wow. Was machst du damit für Pressure? Ich brauch was Schnelles, weißt du, was so richtig sofort explodiert. So, ich geh mal was essen. Arti, es war mir eine riesengroße Freude. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde auch gleich Feier machen. Ich mache nur ein, zwei Ründchen und dann werde ich auch entschwinden. Ja. Und morgen sehen wir uns dann zum Monkey Islanden. Oh, ich freue mich schon. Oh, jetzt kommt schon wieder diese Kackmap. Und lass dir gut schmecken, Arti. Ich freue mich schon aufs Splatfest. Das wird so geil. Das wird so geil. Dann müssen wir es noch kurz schließen. Aber wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe, du. Das wird wohl klappen. Shernox, ich denke mal. Oh, ich weiß noch gar nicht. 6, 7 Uhr, denke ich vielleicht. Vielleicht auch schon um 6. Mal gucken. Ich werde vorher auch was essen. So zwischen 6 und 7 werde ich denke ich mal, anfangen. Schade, ich wollte meinen Dings dahin stellen. Meine Ult wollte ich mitnehmen. Nee, nicht morgens, um Gottes Willen. Jetzt wäre ich hier fast ins Wasser. Oh mein Gott. Nein, natürlich abends. Ja, damit ein bisschen mehr von euch die Möglichkeit haben werden, diesem wunderschönen Spiel beizuwohnen. Oh, mein Hals, ey. Ich glaube, ist auch gut, dass ich meine Stimme gleich mal eine Auszeit gönne. Wir machen danach noch ein Röntchen, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wie wir wunderbaren reden können heute. Wo ist meine Bombe? Ja klar, natürlich. Natürlich explodiert er nicht. Was ist denn hier los?
Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Oh mein Gott. Leute, ich muss da etwa was essen hier. Könnt ihr doch nicht hier so... so fordern hier. Oh. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber ich habe keine Tinte mehr. Ja. So, eine Runde machen wir noch. Ich musste gerade 2,5 Kilo an... Was? Antilope zerren? Was? Okay. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Oh mein Gott. Mit viel Haut. Mhm. So lecker. So, meine letzte Waffe wird heute sein. Was nehmen wir denn? Schmatzi, schmatzi, gutti, feini. Was nehmen wir denn? Nehmen wir einen guten alten Kleckser, wa? Alte Kleckser, komm her, du alter Wemser. Mit viel Haut. Och, nee! Och, muss ich jetzt nicht so unbedingt haben. Mit Braten kann man mich sowieso jagen. Es sei denn, es ist schon Hackbraten. Hackbraten ist cool, aber jetzt so Reh, Lamm, Hirsch, Antilope. Das ist nicht so meine Welt. Bekommen die Katzen gekocht? Ah, verstehe, okay. Und dann nimmst du dann die Antilope mal selber aus, ja? Wow. Wow. Mein Respekt ist wirklich gestiegen. Mein Hackbraten, joa! Lecker, lecker. Och nee, jetzt haben wir schon wieder diese Map, ey. Das ist echt ein Scherz. Ist doch fast ins Wasser gesprungen, du. Ja, da gibt's halt nur die blöde alte Haftpumpe, ne? Die kein Mensch gebrauchen kann. Oh, schon wieder alle. Ich stehe nur hinten und werfe Bomben. Karma. Ich sag's euch, Karma. Das geschieht ja recht mal, Jung. Das kannst du nicht verantworten hier sonst. So eine böse Tat. Oh, oh. Meine schöne Ult, ja? Das ist das Allerschlimmste, dass meine schöne Ult jetzt drauf mit draufgegangen ist. So, das war für vorhin. Jetzt fühle ich mich besser. Oh. Das war ein Bug. Ey, ganz fieser Bug. Habt ihr das gesehen? Boah. Das muss ich Nintendo mal melden. An dieser Stelle, da wird man so ins Wasser gesogen, ja? Das finde ich nicht so gut. Das finde ich nicht so gut. So, erstmal gucken, wie die Lage ist. Darf sich ja nicht so ins Blaue stürzen. Nix da, mein Freund. Das kannst du gleich vergessen wieder. Boah. Epischer Battle. Hammer gegen drei Soka. Wer wird gewinnen? Oh, guck mal, ihr seht die ganze Spur hier. Von dieser grünen Kacktinte, ey.
Hier ist noch eine Haftbombe. Mag die Dinger. Ich glaube, das sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, so Schweinebacke. So, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie komme ich hier aus dem Modus raus? Ah! Einfach hier rüber huschen, dann haben wir's. So. Ich habe kalte Füße gekriegt. Ich muss so lange sitzen und mich nicht bewegen, kriege ich kalte Füße. Und in anderen Situationen. Och Mensch, ist so schade, dass niemand gerade hier so Splatoon 3 zockt. Wir gehen zum lieben Marc. Der Marc ist ein ganz, ganz toller Lieber. Dieser One-Shot. Ja, der spielt nämlich gerade D&D und da huschen wir jetzt mal rüber. Das ist ja ganz lieber und da seid ihr sehr, 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 sehr gut aufgehoben. Bestellt dem Guten ganz liebe Grüße. Wir sehen uns morgen hier wieder. Morgen Abend zwischen 18 und 19 Uhr. Dann geht's los mit Monkey Island. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die da gewesen waren. Und habt noch einen schönen restlichen Abend beim wundervollen Marc. Und ganz liebe Grüße. Ne? Lasst schön, schön bunte Stimmung bei ihm. Oh, das Essen. Oh, ich muss das Auto noch laufen lassen. Macht's gut. Bis morgen. So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch nur im Nachbarn. So, ihr geilen Schnitten der Gummihunderti. Ich wünsche euch eine schöne Reise. Bis bald. Stay tuned. Ja, Shanox, hol dir das Spiel, das ist gut.